Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Paul Schreier. Herr Schreier, ich grüße Sie. Hallo. Herr Schreier, Sie waren vor ein paar Monaten schon mal hier mit einem Buch Wer regiert das Geld? Und jetzt liegt ein weiteres Buch vor, Sie sind also sehr fleißig. Ich halte es mal hier in die Kamera. Die Angst der Eliten. Wer fürchtet die Demokratie? Klingt ja fast wie eine Verschwörungstheorie. Ist aber recherchiert, ne? Kann man sagen. Auf jeden Fall ist das recherchiert, ja. Ich habe mich durch dieses Buch nicht durchgequält, sondern ich habe es an einem Rutsch durchgelesen, knapp 170 Seiten, das mit tollen Quellenangaben. Viele der Bücher, die Sie erwähnen, Quellen, kannte ich, aber andere auch nicht. Ich habe eine Menge gelernt und ich möchte mit Ihnen heute in das Buch einsteigen, weil ich es als Empfehlung hier auch gerade in die Kamera gehalten habe. Also das Buch kann man relativ schnell schaffen und es gibt eben auch nicht nur abtörendes Material, sondern eben auch Material, wie wir rauskommen können aus der Krise der Demokratie, die ja gar keine Demokratie ist, sondern eine repräsentative Demokratie. Das gibt ja einen Unterschied, auf den wollen wir auch eingehen. Das Buch hätte man auch auf eine Seite drucken können, Überschrift Geld regiert die Welt. Aber Sie haben es dann noch ausgeführt. Ich möchte mal mit einem Zitat einsteigen, was im Buch relativ früh zu finden ist und gleich zweimal vorkommt, und zwar von Louis Brandeis. Sie können kurz sagen, wer ist das? Ja, der war in den 1920er, 1930er Jahren in den USA oberster Richter. Mhm. Und der hat Folgendes von sich gegeben, im Amerikanischen hier übersetzt. Wir müssen uns entscheiden, entweder haben wir eine Demokratie oder wir haben Reichtum, der sich in den Händen einiger weniger konzentriert. Beides geht nicht. Was soll das denn heißen? Ja, das ist eine Aussage, die natürlich auf Alltagserfahrung zurückgreift, was jeder unterschreiben kann, aber es ist eben ein prinzipieller Widerspruch. Wenn wir es zulassen, dass in unserer Gesellschaft es Menschen gibt, die maßlos reich sind, Milliardäre, Multimilliardäre, dann können wir nicht zur gleichen Zeit erwarten, dass wir eine Demokratie haben können. Das ist per se beides zusammen nicht möglich, weil diese Geldmacht eben immer auch politische Macht ist. Also ökonomische Macht und politische Macht geht immer zusammen? Natürlich. Oder gibt es Menschen, die sagen, ich bin nur reich und der Rest interessiert mich nicht? Das gibt es auch, aber es wäre naiv anzunehmen, dass Milliardäre per se völlig unpolitisch sind. Das heißt, die haben Interessen. Natürlich. Und die wollen sie durchgesetzt sehen durch Politiker, Parteien, die in ihrem Sinne handeln. Im Grunde ist es ja eine ganz menschliche Geschichte. Man wählt den oder unterstützt den, wo man denkt, ja, der tickt so ähnlich wie ich. Ganz genau. Das ist überhaupt kein Wunder und damit sage ich auch überhaupt nichts Neues. Und ich fange mein Buch auf der ersten Seite eigentlich auch mit dem Gedanken an, wo ist die Verantwortung bei uns, bei der Gesellschaft, bei der Bevölkerung? Und wir haben die Verantwortung, wenn wir es zulassen, dass der höchste Wert in unserer Gesellschaft darin besteht, Geld anzuhäufen. Und das ist ja heute so. Und für viele Menschen ist das nach wie vor der höchste Wert. Dann darf sich niemand wundern, dass die reichsten Menschen auch regieren am Ende de facto. Das ist einfach, das gehört zusammen. Würden Sie sagen, man braucht die, die regieren, aber auch die, die sich regieren lassen? Ja, natürlich. Mhm. Aber die, die jetzt das mitbekommen, die würden sagen, naja, ich wusste das ja alles gar nicht. Meine Presse, die freie Presse, bringt es ja auch nicht. Und ich meine, dieses Buch wird wahrscheinlich nicht auf den Spiegel-Bestsellerlisten dahingehend landen, dass der Spiegel es aufs Cover packt. Vielleicht, weil die User das jetzt nachfragen, aber dass das jetzt überall besprochen werden würde, sehe ich nicht, weil es ist eine ganz klassische Herrschaftskritik und die kommt ja bei den Medien nicht unbedingt gut an. Wie würden Sie denn unseren Staat, den Status quo unserer Demokratie, wie würden Sie das denn bezeichnen? Also es gibt ja eine Menge Leute, die würden Ihnen widersprechen, sagen, na klar, ist eine Demokratie. Es gibt Länder, da Nordkorea, nehme ich jetzt mal, da ist das ganz anders. Also da freuen Sie sich auf das, was wir haben. Es gibt natürlich eine Skala. Man kann jetzt nicht sagen, das Land ist eine Demokratie und das Land ist jetzt eine Diktatur, sondern es ist ja ein Graubereich dazwischen. Ich würde sagen, wir haben in unserer Gesellschaft demokratische Elemente. Wir sind demokratischer auf jeden Fall als vor 100 Jahren, natürlich demokratischer als vor 200 Jahren. Aber de facto, was die eigentliche Entscheidungsfindung angeht, sind wir eigentlich eine Oligarchie. Und nicht nur wir in Deutschland, sondern in den meisten Ländern des Westens. Mhm. Können Sie das mal ausführen? Was meinen Sie mit Oligarchie? Wir haben doch ein Parlament mit vielen Parlamentariern und unterschiedlichen Parteien. Da kann man sich entscheiden. Wieso Oligarchie? Ja, genau. Und ich wollte eigentlich in diesem Buch jetzt auch nicht einfach nur das als These oder Stimmung aufgreifen, sondern ich wollte das gern wissenschaftlich untermauern. Und da hat es sich gut getroffen, dass der letzte Armuts- und Reichtumsbericht, den ja die Bundesregierung in jeder Legislatur in Auftrag gibt, eine Studie enthält, die sich genau damit befasst hat. Also eine Studie, die untersucht hat, wessen Interessen finden sich wieder in den Entscheidungen der Regierung. Das ist ganz interessant. Ich kann das mal kurz ausführen. Also es war so, dass den letzten Armuts- und Reichtumsbericht hat Andrea Nahles in Auftrag gegeben. Sie war damals Arbeitsministerin vor 3 Jahren. SPD. SPD. Und sie wollte, dass in diesem Bericht auch untersucht wird, wie steht es um unsere repräsentative Demokratie. Sie hat einen Auftrag gegeben an die Universität Osnabrück, eine Studie zu erstellen von sehr namhaften Politikwissenschaftlern. Und die haben dann Folgendes gemacht. Die haben sich angeguckt im Untersuchungszeitraum 1998 bis 2015 die Umfragen von ARD Deutschlandtrend. Die kennen wir ja alle. Das läuft ja immer in der Tagesschau, einmal im Monat. Wird das Volk befragt zu verschiedenen Sachen. Und sie haben einfach geschaut, okay,
Was ist dabei rausgekommen und was ist dann in den Jahren danach tatsächlich gemacht worden von der Regierung? Wie deckt sich das mit dem, was die Bevölkerung mehrheitlich gewünscht hat? Und die Leute, die die Studie gemacht haben, haben noch etwas anderes getan, was sehr spannend ist. Sie haben die Antworten differenziert nach den Einkommen der Befragten. Denn das kann man machen. Es wird erhoben, in welcher Einkommensgruppe man ist bei diesen Deutschland-Trend-Umfragen. Und da kamen eben sehr spannende Ergebnisse raus. Was sind das für Ergebnisse? Da kam eben, da ließ sich ganz klar nachweisen, dass das, was die untere Einkommensgruppe, die unteren 10%, also die Armen, wenn man es mal so sagen will, was die mehrheitlich wünschen, dass das praktisch überhaupt keine Rolle spielt in der Entscheidungsfindung der Regierung. Also sie können sich zwar aussprechen, was sie in der Demokratie wollen, aber es kommt nie oben an. Es kommt nicht oben an, es findet sich nicht wieder in den Entscheidungen und nicht nur das. Die Studie hat auch herausgefunden, dass je mehr Arme einen bestimmten politischen Wunsch haben, je mehr Arme das sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es umgesetzt wird. Und da habe ich schon aufgemerkt, denn das bedeutet ja, dass die Armen nicht einfach nur ignoriert werden von der Regierung, sondern dass die Regierung aktiv gegen sie arbeitet. Und das ist wissenschaftlich erwiesen von einer Studie im Auftrag der Bundesregierung. Mhm. Das Gleiche gilt für die Mittelschicht. Auch da gilt, ob nun 30%, 50% oder 80% der Leute aus der Mittelschicht einen bestimmten politischen Wunsch haben, eine politische Forderung haben, ist quasi komplett irrelevant für die letztlich getroffenen Entscheidungen im Parlament und in der Regierung. Kann man zusammenfassend sagen, ob das, was ich möchte, von der Regierung in meinem Sinne umgesetzt wird, dass mein Wunsch zumindest berücksichtigt wird oder Teil davon, hängt einfach davon ab, wie reich ich bin. Je reicher ich bin, desto eher wird es umgesetzt, auch wenn ich nur eine ganz kleine Gruppe von Reichen darstelle, weil die meisten Leute sind ja keine Milliardäre. Das ist im Grunde das Ergebnis dieser Studie. Und das ist natürlich immens brisant, weil damit klar nachgewiesen ist, dass die repräsentative Demokratie überhaupt nicht funktioniert bei uns. Und nun ist interessant, was mit der Studie passiert ist. Das ist so, wenn solche großen Regierungsstudien oder Regierungsberichte, der Armuts- und Reichtumsbericht ist ja ein großer Bericht, 700 Seiten, wenn der erstellt wird, gibt es eine Abstimmung innerhalb der Regierung. Das Arbeitsministerium hat die Studie erstmal eingearbeitet in den Bericht, hat sie stark gekürzt, aber die wesentlichen Informationen blieben drin. Dann ging es zur Ressortabstimmung ins Kanzleramt. Der Bericht wurde dem Kanzleramt vorgelegt und das Kanzleramt hat massiv zensiert, hat massiv gestrichen, hat all die brisanten Stellen rausgestrichen. Es gab mehrere Stellen in der Studie, wo gesagt wurde, es gibt hier eine Krise der Repräsentation, das war der Begriff, und es wurde an allen Stellen rausgestrichen vom Kanzleramt. Nach dem Motto, das wollen wir nicht, dass die Leute das erfahren, obwohl sie es ja spüren. Sie merken es ja, wenn sie in den Geldbeutel gucken. Eigentlich ein hilfloser Versuch, jetzt die Wahrheit irgendwie noch wegzudrücken. Aber es ist natürlich sehr brisant. Es ist rausgekommen. Das ist auch in großen Zeitungen berichtet worden vor einem Jahr. Also Anfang 2017, Frühjahr 2017, gab einen kleinen Skandal. Dann habe ich geschaut, das war gerade, als ich das Buch anfing, das Buch zu schreiben, was ist denn jetzt eigentlich passiert mit diesem Bericht im Parlament? Denn es wird ein riesen Aufwand betrieben, diesen Bericht zu machen. Das kostet auch Geld. Unheimlich und teuer natürlich ja. Auch. Und man sollte natürlich annehmen, dass jetzt sich das Parlament damit gründlich auseinandersetzt. Was ist passiert? Es hat der Ausschuss, der für Soziales und diese Fragen zuständig ist, hat das auch für Tagesordnung gehabt. Es gab eine Sitzung dazu. Ich habe das Protokoll nachgelesen. Eine einzige Abgeordnete hat eine Frage dazu gestellt, zu dieser Krise der Repräsentation. Ein Professor hat kurz geantwortet, das war's. Dann gab es eine Aussprache im Bundestag. Das war die letzte Sitzung der vergangenen Legislaturperiode im Juni 2017. Da waren eine Handvoll Leute im Parlament, die haben über den Armuts- und Reichtumsbericht gesprochen, haben gesagt, die Schere geht immer weiter auseinander. Also ja, es wurden Probleme angesprochen. Aber das, was ich gerade geschildert habe, dass die Interessen der Armen sich nicht wiederfinden, dass aktiv gegen sie gearbeitet wird, fand mit keinem Wort Erwähnung in dieser Bundestagsdebatte, so dass man schon fragen muss, was ist hier eigentlich los, was soll das eigentlich? Jetzt muss man, fairerweise passt hier nicht, aber man muss sagen, dass das, was die Politik oben tut, so gegen die Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist, weil die Mehrheit, wie gesagt, keine Milliardäre ist. Und wir reden hier auch nicht über gut situierte Menschen oder obszön Reiche. Wir reden hier über den klassischen Mittelstand. Jemand, der vielleicht ein Auto hat, vielleicht auch zwei, sich zweimal im Jahr vielleicht einen Urlaub leisten kann. Also der ganz normale Durchschnittsbürger und ein bisschen was auf die Seite legen kann für die Kinder. Der kommt ja auch nicht vor in dem Bericht. Also das spielt ja auch keine Rolle. Aber das haben wir eben nicht nur in Deutschland so. Es gibt ähnliche Berichte auch in den Vereinigten Staaten. Da sind die Ergebnisse ähnlich und noch schlechter. Das war für mich interessant. Ich habe mir diese Studie natürlich komplett durchgelesen. Das sind 60 Seiten. Die sind ja nachher im letztlichen Regierungsbericht stark verkürzt. Auf nur wenige Seiten, teilweise auf wenige Absätze, die entscheidenden Informationen.
Ja, mich hat interessiert, wie sind diese Wissenschaftler darauf gekommen, so zu arbeiten? Und da zeigt sich, sie lehnen sich an amerikanische Forschung, was sie gerade schon meinten. Es gibt den Professor Martin Gillens von der Princeton University in den USA. Der hat nur wenige Jahre zuvor genau die gleiche Studie in den USA gemacht. Und er ist zu exakt denselben Ergebnissen gekommen. Auch in den USA spielt es praktisch überhaupt keine Rolle, ob 20, 30, 40, 80% der Mittelschicht oder der unteren Einkommen irgendetwas wünschen, ist es komplett irrelevant dafür. Und Professor Gillens hat einen Meinungsbeitrag in der Washington Post verfasst im Wahlkampf, als Hillary Clinton gegen Donald Trump, wir erinnern uns, gekämpft hat. Und er hat gesagt, der Artikel gipfelte in dem Satz, dass er gesagt hat, die viele Amerikaner, die für Außenseiterkandidaten stimmen, also für Trump und so weiter, sind der Meinung, dass ihre Regierung ihnen nicht zuhört. Und er sagt, sie haben Recht. Und da sind wir, glaube ich, genau an dem Punkt, wo wir auch hier in Deutschland mit der AfD stehen. Das heißt, wir kommen noch, das wird im Buch auch behandelt, wie also das System reagiert, aber die Spitze des Systems reagiert dann wieder auf das, was an der Basis passiert und bietet eben auch Kandidaten an, die aber letztendlich nur Sündenbockfunktion haben, alternative Feinde anbieten, aber an der grundsätzlichen Frage, es geht nämlich um Einkommen, daran wird nicht gerüttelt. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf diese Studie. Wie gesagt, Sie sagen, diese Studie wurde von der Bundesregierung in Auftrag gegeben. Sie wurde nicht von der TAG oder der Linken oder irgendeiner anderen als sozialverdächtigen Organisation in Auftrag gegeben. Und die verschwand dann quasi im Aktenschrank, auch unter Hilfe von der SPD, das muss man ja dazu sagen, ja, die ja eigentlich immer so tut, als würde sie eben für den Arbeiter stehen. Auch wenn es sich nicht rumspricht unbedingt, weil die Presse es nicht auf die Tagesordnung hebt, die spüren das die Menschen ja, Stichwort die Tafel, die Menschen merken das ja, dass sie immer mehr Nebenjobs haben müssen und aufstocken müssen und dass trotzdem nichts übrig bleibt. Wie lange kann man dieses undemokratische Regieren und diese undemokratische Stimmung in Deutschland, wie lange kann man das und in Europa so belassen? Knallt das irgendwann oder muss man einfach nur die Bierpreise konstant unten halten und frei und Fußball anbieten, damit die Menschen dann sich mit was anderem beschäftigen? Na, es knallt ja schon. Also das sind ja die ganzen rechtspopulistischen Bewegungen, wobei ich auf den Begriff Populismus noch zu sprechen komme in dem Buch, dass der auch mit Vorsicht zu genießen ist. Aber die ganzen Bewegungen wie die AfD in Deutschland, wie Trump in den USA oder Le Pen in Frankreich und so weiter. Der Aufstieg dieser Leute hat ja damit zu tun, dass die Bevölkerung, viele Leute in der Bevölkerung spüren, es tut sich nichts, ob ich jetzt CDU, SPD, Grüne, FDP wähle, das macht keinen Unterschied, sondern das System insgesamt scheint nicht zu funktionieren, das politische System. Und sie suchen natürlich den Ausweg, der sich ihnen bietet. Das sind dann radikale Politiker, die sich zur Wahl stellen. Und in meinem Buch komme ich auch darauf zu sprechen, inwieweit das falsche Versprechungen sind, inwieweit dort auch bestimmte Interessen wieder vertreten werden bei diesen Parteien. Aber zunächst mal ist das ja die ganz logische Folge, dass solche Parteien und solche Politiker aufsteigen. Diese Krise, die die repräsentative Demokratie im Moment erlebt, ist ja nicht neu. Neu ist, glaube ich, nur, dass wir in der Breite darüber sprechen können, was mit den neuen Medien zu tun hat. Hat die Politik das verstanden, dass sie nicht so weitermachen kann wie in der Zeit vor dem Internet? Weil wir reden hier darüber, das werden sich ziemlich viele Leute angucken, das wird diskutiert, nicht nur bei uns, auch auf anderen Kanälen. Und der Demokratie kann es ja nicht egal sein, was auf der Straße gesprochen wird, weil das spiegelt ja Stimmung wider. Naja, es wird halt auch versucht, Stimmung zu machen. Also da kommt wieder dieser Populismusbegriff ins Spiel. Und ich komme darauf ja in einem Kapitel gleich zu Anfang zum Thema Populismus und bin eben der Auffassung, dass der Begriff sehr manipulativ verwendet wird. Populismus wird heute so verwendet, als ob das immer betrügerische Politik ist, quasi betrügerische Vereinfachung. So wird das eigentlich definiert. Aber wenn man sich das mal anschaut, stellt man recht schnell fest, dass ja auch die etablierten Politiker, Angela Merkel und so weiter, ja auch oft ja, betrügerisch vereinfachen. In also wir schaffen das, Deutschland geht es gut. Das ist auch Populismus und ich bezeichne das eigentlich im Buch als Fake-Populismus. Denn da werden Lösungen angeboten, die den Leuten eigentlich nicht nützen, die Sand in die Augen streuen. Wenn jetzt Thomas de Maizière, als er Innenminister war, ein Kopftuchverbot für Angestellte im öffentlichen Dienst, Burka-Verbot für Angestellte im öffentlichen Dienst gefordert hat. Wie viele Menschen hat das betroffen? Ja, dann hat die ARD recherchiert, um wie viel geht's? Ja, es fand sich irgendwie niemand, den das nachher konkret betrifft. Das ist ein Fake-Populismus. Den Leuten wird vermittelt, wir kümmern euch um eure Sorgen, wir kümmern uns um eure Ängste, aber das nützt die Maßnahmen, die getroffen werden, nützen ja niemandem. Das ist einfach nur Sand in die Augen streuen. Und wenn man sich
gegen Populismus wenden will, im Sinne gegen betrügerische Politik, dann kann man direkt bei den etablierten Parteien, glaube ich, anfangen. Dass das System so stabil läuft, hat ja mit einem System zu tun, einem System, was kontrolliert, ohne dass es groß auffällt. Es gibt ja ein ganzes Netzwerk. Also Sie schreiben über Banken, Konzerne, Geheimdienste. Können Sie das mal ausführen, nicht, dass ich das als Verschwörungstheorie formulieren muss. Wie funktioniert denn das System, das, obwohl es so ungerecht ist, so wahnsinnig undemokratisch, also die Mehrheit der Menschen können nicht mitspielen oder müssen nach Regeln spielen, die gegen sie sind. Wieso funktioniert das? Ja, das ist halt ein sehr altes System. Also das System, in dem wir leben, ist ja viele hundert Jahre alt und ist immer weiter verfeinert worden und unter dem Einfluss der Massenmedien und auch unter dem Einfluss des Privatfernsehens, was wir ja in Deutschland seit Anfang der 80er Jahre haben, ist es eben immer weiter verfeinert worden und immer weiter stabilisiert worden. Und ja, die Frage ist jetzt im Grunde, warum die Leute sich das so lange gefallen lassen oder in welche Richtung ging die Frage jetzt? Ja, das System ist ja stabil, aber die da zusammenarbeiten, also wir haben eine Revolving Door Politik, die läuft ja einigermaßen, also immer weniger, aber sie läuft einigermaßen unsichtbar. Können Sie mal sagen, wer gehört denn dazu, zu dieser ständigen Regierung, die völlig unabhängig von Wahlen agiert? Wer sind die Player? Ja, das ist die Frage, der ich versuche, in dem Buch nachzugehen. Also man kann da natürlich schnell in Verschwörungstheorien tatsächlich kommen, wenn man das jetzt alles auf eine Personengruppe zurückführen will. Das wäre in der Tat zu einfach. Aber ich versuche wirklich in diesem Buch auch die Rolle der Reichsten in der Gesellschaft zu beleuchten. Die politische Rolle der Milliardäre, die ja gegeben ist. Und das sind natürlich letztlich die Player. Die Player sind die reichsten Menschen, die eine verschiedene Organisationen gegründet, geschaffen haben über die letzten 100 Jahre, um sich zu organisieren. Und da kommen dann eben solche, da gibt es die üblichen Denkfabriken, die wir alle kennen, die politischen Denkfabriken, die ja auch bekannt sind. Und dann gibt es eben die Jahrestreffen, die Treffen in Davos, das Bilderberg-Treffen, was es jeden Juni immer gibt. Und das sind die Treffen, wo sich Eliten austauschen. Das sind sehr zahlreiche Treffen. Es ist jetzt nicht Bilderberg die geheime Regierung, das greift zu kurz. Aber das ist eben ein Forum, wo sich mächtige Player tatsächlich abstimmen miteinander, wo auch Politikern mal auf den Zahn geführt wird. Das finde ich an der Bilderberg-Konferenz sehr interessant. Da werden immer wieder Politiker, es ist ja vor allen Dingen ein Wirtschaftstreffen, das sind ja vor allen Dingen Konzernführer, die sich dort treffen, Medienleute, führende Medienleute und ganz wenige Politiker eigentlich nur. Und eigentlich brauchen die auch nicht. Die werden nur die Ergebnisse mitgeteilt. Es hat schon sowas von Casting. Also zuletzt wurde Jens Spahn eingeladen beim letzten Bilderberg-Treffen. Davor, ich glaube 2013, war Christian Lindner eingeladen. Das heißt, man hat schon den Eindruck, die mächtige Wirtschaftsleute gucken sich mal an, wer ist denn da im Nachwuchs, fühlen den auf den Zahn. Ist das einer von uns? Passt der zu uns? Könnten wir den fördern? Würde das Sinn machen? Und dann steigen diese Leute auch sehr stark auf, meistens in den Jahren. Oder Per Steinbrück, bevor er Minister wurde, war auch bei Bilderberg. Das ist schon wirklich, dafür sind diese Foren halt auch da, um zu gucken, mit wem können wir, wer ist auf unserer Seite. Und es ist natürlich einigermaßen naiv und auch, man kann fast sagen, albern, jetzt zu sagen, solche Treffen wie die Bilderberg-Konferenz, die sind komplett irrelevant, da wird überhaupt nichts entschieden. Das ist naiv. Wie wichtig sind denn Stiftungen wie zum Beispiel die Bertelsmann-Stiftung, die ja auch dauernd Studien erstellt und Lehranstalten betreibt? Was sind die relevant? Die machen nur ein bisschen Print. Ja, also das ist eben auch so eine Art, es gibt diese Treffen, dieses Bilderberg, Davos und so weiter und es gibt die politischen Stiftungen, die ja in der Regel oder häufig von Milliardären gegründet worden sind. Die Bertelsmann Stiftung gibt es seit 40 Jahren, damals aus steuerlichen Gründen von Reinhard Mohn, der ja damals der Bertelsmann-Chef war, inzwischen verstorben, gegründet worden. Und ja, Sinn und Zweck dieser Stiftung war neben den steuerlichen Gründen, um halt Milliarden zu sparen, natürlich auch Einfluss zu nehmen, gesellschaftlich Einfluss zu nehmen. Und die Bertelsmann-Stiftung ist eine unglaublich mächtige Stiftung. Ihr gehört tatsächlich der Bertelsmann-Konzern, der ja einer der größten Medienkonzerne der Welt ist. RTL gehört dazu, der Sender, und viele Zeitungen, Zeitschriften. Ja, und diese Bertelsmann-Stiftung, da habe ich in meinem Buch auch viele Seiten dem gewidmet. Sie hat zum Beispiel ganz maßgeblichen Einfluss genommen auf die Formulierung der Agenda 2010 im Vorfeld. Wie machen die das? Die machen das so mit Netzwerken natürlich. Also sie kaufen sich Leute ein, Forscher, Leute, die auch schon in der Politik Einfluss hatten, bringen die zusammen mit Politikern, schaffen Foren, veranstalten Konferenzen. Die greifen quasi unter die Arme mit Beratern, die in ihrem Sinne wirken. Sie vernetzen die Leute miteinander und schaffen ein Klima. Und die eigentliche Arbeit, die solche Leute oder solche Organisationen wie die Bertelsmann-Stiftung tatsächlich machen, wo ihre Macht da drin liegt, ist eine bestimmte Stimmung zu erschaffen.
einen Rahmen zu setzen, welche Argumente sind auf einmal en vogue, welche Argumente gelten als rational. Und da hilft natürlich solchen Gruppen wie der Bertelsmann Stiftung, dass sie sehr großen Medieneinfluss haben, weil in diesem Fall gehören ihnen ja tatsächlich sehr viele Zeitungen und Sender. Da kann man natürlich sehr leicht über Jahre hinweg eine Stimmung aufbauen und auch eine Stimmung, die Agenda 2010, Hartz IV, sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern da war jahrelange Vorarbeit, erstmal eine Stimmung dafür zu erzeugen, dass die Leute sagen, ja klar, irgendwie klingt das logisch, das müssen wir jetzt machen, wir müssen da kürzen. Und auch eine Haltung zu denen, die das dann in Anspruch nehmen, weil das sind ja Leute, die sich in der sozialen Hängematte... Ja, auch so dieses Abwerten und Ausgrenzen, ja. Das muss ja alles vorbereitet werden. Also es ist ein sprachlich-politisches Framing, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Und da war die Bertelsmann Stiftung halt sehr aktiv. Das ist jetzt auch keine Theorie von mir, sondern da zitiere ich Wissenschaftler, die da sehr gründlich zu gearbeitet haben zum Einfluss der Bertelsmann Stiftung auf die Hartz-IV-Gesetzgebung. Ein weiterer Punkt ist die Hochschulpolitik, wo die Bertelsmann Stiftung ganz großen Einfluss genommen hat. Die haben seit vielen Jahren eine eigene Institution, Zentrum für Hochschul. Der Name ist mir jetzt nicht ganz... Das sind so neutrale Begriffe. Ist ja, sie haben so? Jedenfalls... Da steht nicht Bertelsmann drin. Wir haben ein Institut, was sich nur mit Hochschulpolitik befasst. Und die versuchen im Grunde seit Jahren mit großem Erfolg die Geisteshaltung durchzusetzen, dass Hochschulen wie private Konzerne geführt werden sollten. Konkurrenzdenken. Konkurrenzdenken, dass eine Universität dann umso erfolgreicher ist, wenn sie viele Drittmittel einwirbt, also Spenden aus der Wirtschaft. Das heißt, wenn sie großen Konzernen nach dem Mund redet sozusagen. Mhm. Und wenn sie Studiengebühren einführt, also wer wirtschaftlich erfolgreich ist, der ist eine vorbildliche Universität. Dass diese Stimmung hat sich inzwischen durchgesetzt und auch da hat diese Stiftung, einer Milliardärsfamilie, man muss es immer wieder sagen, sehr nachhaltig Einfluss genommen in der deutschen Politik. Das heißt, das alles ist ja eine neoliberale Politik, die in die feinsten Verästelungen der Gesellschaft wirken. Das heißt, man bekommt quasi Scheuklappen verpasst, wenn man da seine Kinder auf so eine Schule schickt und die wissen das gar nicht. Man selbst merkt es auch, die sagen, ja, das sieht alles ganz nett aus, aber eigentlich wird das geführt wie ein Konzern, das ist eine Konzernuni. In die Richtung geht es auf jeden Fall. Also das wird angestrebt, dass es immer mehr in diese Richtung geht, genau. Lassen Sie uns mal, weil Deutschland geht es gut, darüber reden. Es geht Deutschland gut, vor allem ganz oben. Wir lachen darüber, aber eigentlich ist es nicht lustig. Es gibt ja diese leistungslosen Einkommen bei den Leistungsträgern, von denen auch immer die FDP spricht. Sie führen auf, die BMW-Erben zum Beispiel, Susanne Klatten und Stefan Quandt, die dann 2017 auch die regelmäßige Dividende ausgeschüttet bekommen haben. Was bekommen die denn so? Kann man davon leben? Ja, also die Quandt-Geschwister, die beiden, die bekommen jedes Jahr ungefähr 1 Milliarde. Und wenn man das in Vergleich setzt, also der BMW-Chef, der hat im letzten Jahr, glaube ich, 8 Millionen bekommen, was ja auch nicht gerade wenig ist. Aber die beiden Haupteigentümer bekommen eben zusammen 1 Milliarde. Also das ist eigentlich unvorstellbar. Ich rechne das mal runter im Buch. Was ist denn das für ein Stundenlohn, wenn man jetzt eine Jahresarbeitszeit anlegt? Ja, dann ist das für jeden Stundenlohn von 250.000 Euro. Mhm. Und sie arbeiten ja nicht dafür. Es ist kein Stundenlohn. Also nochmal, sie kriegen jeweils 250.000 Euro pro Stunde? Kontinuierlich, jedes Jahr. Weil sie Leistungsträger sind? Weil sie Eigentümer sind eines großen Aktienpakets von BMW. Mhm. Und das haben wir im Grunde überall. Das haben wir bei vielen großen Konzernen. Wir haben das auch bei Porsche, bei dem Ferdinand Porsche und Ferdinand Piëch und seinem Cousin. Jetzt muss man fairerweise sagen, egal was diese Menschen tun, sie werden einfach immer reicher. Das Geld kann man ja gar nicht ausgeben. Ja, und vor allem ist skandalös eben die Menge des Geldes, die den Leuten zufließt ohne Leistung. Mhm. Und darüber wird ja kaum geredet. Also ich habe jetzt noch keine Talkshow bei Albert Illner zu diesem Thema in den letzten Jahren gesehen. Und das wäre aber sehr wichtig, denke ich, denn das ist natürlich auch wieder politischer Einfluss. Was machen solche Leute mit dem Geld? Die Quandt-Geschwister, die spenden an die FDP große Beträge. Da selbstlos. Ja, sehr selbstlos. Also das ist natürlich, da sieht man, wie maßlos eigentlich das Geld anhäufen unserer Gesellschaft ist und ja, wie dringend es aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler anderer Menschen ist, sich damit jetzt wirklich auch mal ernsthaft auseinanderzusetzen. Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, dass Sie darüber nicht in den klassischen Talkshows etwas erfahren. Da sind wir beim G20-Gipfel. Wir haben ja vollkommen vergessen über die Krawalle, warum dort eigentlich demonstriert wurde. Mhm. Da waren ja 70.000 Menschen auf der Straße, die in Hamburg haben, uns gefällt dieser Wirtschaftskurs nicht. Ja. Wie hier Geld vermehrt wird, um Geld zu vermehren und welchen Preis das hat und wer die Kosten dafür trägt. Man hat nur über einen schwarzen Mob berichtet, von wem auch immer gesteuerte Autos anzündet. Mhm. Und das wurde aber in den Medien breitgetreten. Sind das die Tricks, mit denen dann auch solche Medien arbeiten und wo auch Gesprächspartner dann vorgeschlagen werden, die sich dazu äußern, damit wir ja nicht darüber reden, worum es eigentlich geht, nämlich das Geld ist ungerecht verteilt und damit ist die politische Macht eben auch ungerecht verteilt?
Natürlich. Und ich finde vor allen Dingen eben, also wenn man jetzt über Medienberichterstattung zu solchen Events spricht, finde ich es eigentlich auch deshalb skandalös, wie da Schwerpunkte gesetzt werden und wie wenig eigentlich, ich meine, in Hamburg sind wirklich 70.000 Leute auf die Straße gegangen. Das ist eine Riesenzahl. Und das wird so beiseite gewischt. Was heißt das eigentlich für die Menschen, die auf so einer Demo waren? Was kommt bei denen für ein Gefühl auf? Bei denen kommt auf, wir können eigentlich nichts bewegen. Was wir wählen, ist egal. Wenn wir auf die Straße gehen, auch egal. Ist auch egal. Wir kommen nicht vor. Was sollen wir eigentlich noch machen? Also welches Signal wird eigentlich den Leuten gegeben, die sich engagieren, die sich vernünftig engagieren? Und da sollten sich, glaube ich, viele in den Medien auch an die eigene Nase fassen und gucken, was sie für Stimmung eigentlich auch erzeugen. Mhm. Sie beschreiben, dass wenn man das permanent treibt, dass man dann eben auch politischen Außenseitern die Chance gibt, mit aggressiven Botschaften die Wut der Leute oder den Zorn der Leute abzugreifen, ihnen Dinge zu versprechen, damit die Wut irgendwie raus kann. Aber, und das fand ich auch interessant, derjenige, der die AfD wählt, aus berechtigter Wut, weil er als Protest oder was auch immer wählt, er weiß nicht mehr, er hat alles an der Fläche schon gewählt, derjenige, der Refugees Welcome skandiert, die beide sind nützliche Idioten. Also es ist so, dass natürlich dieser große Graben, der sich jetzt auftut in unserer Gesellschaft durch den Erfolg der AfD, dieser Graben zwischen Leuten auf der einen Seite, die sagen, wir müssen Flüchtlingen helfen, da sind Menschen in Not, und den anderen, die sagen, wir können hier nicht allen helfen, Grenzen dicht, sonst geht unsere Gesellschaft kaputt, da ist ja ein Riesengraben zwischen diesen beiden Fraktionen. Die eigentlich nicht zusammenpassen, die beiden Gruppen. Und mein Eindruck ist einfach, dass dieser Graben den Leuten an der Spitze ganz gut gefällt, weil hier gesellschaftliche ein Konflikt entstanden ist, der sich gegen die Reichen gar nicht richtet und der sich auch nicht gegen das Grundproblem unserer Wirtschafts- und Geldordnung richtet. Das ist ein Konflikt. Das heißt, wir reden über die Symptome, aber wir reden nicht über die Ursache. Warum ist das denn alles so? Ja, na klar. Also die ganz tiefer liegenden, man sagte mal, ja, Fluchtursachen bekämpfen, das ist ja schon ein geflügeltes Wort geworden. Wenn man das wirklich ernst nimmt, muss man natürlich über Geld- und Wirtschaftsordnung reden. Das wird ja nicht gemacht. Da werden ja überhaupt keine Alternativen diskutiert. Und das ist eben wirklich ein ganz wichtiger Punkt, wo ich wirklich glaube, einige an der Spitze sehen es, glaube ich, mit Gefallen, wie die Gesellschaft auseinanderfällt, wie sich Leute bekriegen, weil sie ja gar nicht angesprochen werden und ihre Verantwortung gar nicht benannt wird. Also solange die Vertreter von Refugees Welcome und die sagen, wir müssen die Grenzen dicht machen, solange die sich gegenseitig hauen, sage ich mal ganz platt, reden sie schon nicht über eines der wichtigsten Grundprobleme, nämlich warum eine der Fluchtursachen ist eben die extreme ungerechte Verteilung von Kapital, Zugang zu Ressourcen. Ja. Diese Sündenbockpolitik beschreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, dass Sie da sogar, dass Sie eins verstehen. Natürlich ist ein Flüchtling, ein Flüchtlingsheim haptisch erkennbar. Man kann den Flüchtling erkennen, also meistens jedenfalls, dass er nicht wenn er aus Schwarzafrika kommt, und man kann auch das Flüchtlingsheim aufsuchen, kann da dann seine Wut rauslassen. Aber man kann hier eben nicht die Märkte bekämpfen. Man kann nicht den Finanzsektor, wo ist er? Ja, ja, und wenn man es tut, wie bei den Demos gegen G20, dann interessiert es keinen. Also das ist eben wirklich, es gibt da dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Und ja. Interessant finde ich auch, wie Sie im Buch beschreiben, dass wenn es dann das Eis langsam dünner wird und eine, sag ich mal, vorrevolutionäre Stimmung entsteht, dass dann die Spitze des Systems auch Kandidaten aufbaut und ins Rennen schickt, die sich als Vertreter des kleinen Mannes verkaufen und in der Regel überhaupt nichts mit dem kleinen Mann zu tun haben. Also Stichwort zum Beispiel, ich habe da wirklich geschmunzelt, nicht nur Trump, der ja als Milliardär den kleinen Mann gar nicht vertreten kann, sondern auch Macron. Können Sie mal, der wird ja auch als so einen bräuchten wir, so einen frischen, jungen, dynamischen Mann oder Kurz in Österreich. Dieser Macron, woher kommt dieser Macron, der Vertreter des kleinen Mannes? Ja, Macron hat den klassischen Bankenhintergrund. Also er hat ja selbst für große Banken gearbeitet, große Deals eingefädelt, und französische Journalisten haben das sehr gründlich recherchiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, er ist eigentlich der Vertreter des Establishments schlechthin. Mhm. Es war eine große Marketingleistung, ihn als Vertreter des kleinen Mannes zu verkaufen. Also erst Elite-Uni, dann war bei Rothschild Investmentbanker. Ja, 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 die ganz klassische Karriere eines Bankers, eines Vertreters des Finanzsektors. Das ist die Fraktion, die er vertritt mit seiner Politik, auch mit seinen politischen Forderungen. Was Steuerpolitik angeht, kann man das ganz glasklar sehen. Das ist eine Hülle, die aufgebaut worden ist, die vielen Medien gut gefallen hat hier bei uns. Ja, und so ist eben an vielen Orten. So ist auch bei Sebastian Kurz in Österreich, Sie nannten den Namen schon, da ist es ähnlich. Ist auch jemand, der letztlich auf populäre Weise dann doch wieder Elitenziele vertritt. Und interessant ist auch, wenn man sich bei uns die AfD näher anguckt, das Führungspersonal der AfD. Ich weiß sehr wohl, dass es auf lokaler Ebene und regionaler Ebene ganz ehrliche Leute gibt, die sich versuchen, für Verbesserungen der Lebensumstände von Menschen bei ihnen vor Ort einzusetzen. Die haben da oben nichts zu sagen. Ja, das
kann man annehmen. Und wenn man sich die Leute an der Spitze der AfD anschaut, ich nehme mal so 3-4 Leute unter die Lupe und deren Biografie, dann ist es schon sehr eindeutig, wie nah dort viele Leute den Eliten und auch reichen Eliten tatsächlich stehen. Alice Weidel, wo kommt die her? Ja, das ist ja, hat ja auch schon die Runde gemacht in den Medien. Sie hat auch diesen Bankenhintergrund. Allianz Global Investors hat sie gearbeitet, Goldman Sachs und so weiter. Und andere, Georg Pasterski, der ja Landesvorsitzender Berlin gewesen ist, jetzt stellvertretender Bundesvorsitzender für die NATO in Florida, in den USA, im Stab von Petraeus gearbeitet hat, der später CIA-Chef war. Und er war der in den ersten Jahren der Geschäftsführer, der Bundesgeschäftsführer der AfD, hat den Laden quasi mit aufgebaut. Er war beratend tätig in den USA, War on Terror, 41 Jahre lang als NATO-Soldat letztendlich gearbeitet. Der soll die neue Frische reinbringen. Dieser Mann hat jetzt die Parteistrukturen mit aufgebaut in den ersten Jahren. Und der erste Parteiführer und Sponsor war Hans-Olaf Henkel. Der hat ja 2014 der AfD einen Kredit aus privaten Mitteln in Höhe von 1 Million Euro gewährt, ging auch durch die Presse. Und Henkel war ja Chef des BDI, also der oberste Vertreter der deutschen Industrie. Also es ist jetzt keine große Überraschung, was man da findet. Aber es ist doch, denke ich, vielen Leuten nicht bewusst, die mit der AfD viele Hoffnung verbinden, dass hier tatsächlich ein System in Frage gestellt wird, was ich nicht sehe. Wir brauchen aber gar nicht bei der AfD zu bleiben. Wir können zur aktuellen Bundesregierung mal eben zurückkehren, wo die AfD ja in der Opposition sitzt. Also Jörg Kukies, ehemaliger Goldman Sachs Deutschlandchef, ist ja jetzt beratend tätig im Finanzministerium. Sie haben den Namen geschrieben, ich hatte sie vollkommen verdrängt, Christina Schröder, Ex-Familienministerin. Was macht die denn heute? Naja, ich habe die, als wir über die Studie vorhin gesprochen haben und dass sie im Bundestag vorgestellt worden ist, da hat Christina Schröder auch einen Redebeitrag geleistet und hat sich da ihre Argumente zum Besten gegeben. Und das war ihr letzter Auftritt im Bundestag. Ich habe mir das angeschaut. Danach ist sie gewechselt zu einer PR-Firma. Arbeitet jetzt für eine PR-Firma, die im Internet damit wirbt, dass sie belastbare High-Level-Zugänge zur Politik hat. Das ist ein tolles Wort. Also, belastbare High-Level-Zugänge zu Entscheidern in Berlin. Was heißt das denn an Deutsch? Also korrupter geht es eigentlich nicht mehr. Und wer sowas macht, wer durch solche Drehtüren geht, der trägt tatsächlich Verantwortung dafür, für die Wut, die entsteht im Land und für die Radikalisierung, die entsteht. Diese Revolving-Door-Politik, wie es ja neudeutsch heißt, die ist ja in Deutschland letztendlich die Kopie der amerikanischen Geschichte. Wir sehen es ja eben auch, die meisten, die dann später in der Politik landen, ganz oben landen, sind entweder vom Geheimdienst, also ich erinnere nur an Bush Senior, der war ja Chef der CIA, oder sie kommen aus Banken, sie gehen in die Politik oder in Thinktanks. Das ist ja auch inzwischen allgemein bekannt. In den Vereinigten Staaten gibt es so etwas wie Elitenforschung, ja seit über 50 Jahren. Bei uns, Krusmanzi ist jetzt verstorben, ist noch etwas neuer. Aber warum ist das so stabil? Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, über das wir hier gerade sprechen. Dass Alice Weidel bei Goldman Sachs war und zur Allianz Group gegangen ist, wo ihr Chef übrigens auch von Goldman Sachs war. Das ist so bekannt. Ja. Ich erinnere hier an den Ministerpräsidenten von Frankfurter Raum, der dann direkt zur Baufirma gegangen ist, der vorher einen Deal zugeschanzt hat mit dem Frankfurter Roland Koch. Roland Koch zum Beispiel, hat mich erfolgreich verdrängt, den Namen. Oder ich sage mal, Schröder geht zu Gazprom. Das sind ja alles Dinge, die bekannt sind. Warum funktioniert das? Wo bleibt denn da die Empörung, auch wenn die Medien das nicht breit treten? Ja, es funktioniert. Ich denke schon, da spielen die Medien eine ganz wichtige Rolle. Denn da könnte man sich ja auch ganz anders drüber empören. Das wird hingenommen, das wird zur Kenntnis genommen. Und ich war auch einigermaßen verblüfft, muss ich sagen. Ich habe mir vor 2 Wochen mal die Zeit gekauft, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Also die Printausgabe der Zeit auf Papier. Und habe mir angeschaut, was dort zu lesen steht zu dieser Personalie Jörg Kukies. Jörg Kukies, Sie erwähnten das gerade, ist ja jetzt Staatssekretär im Finanzministerium. Und da muss man wissen, also der Staatssekretär ist im Grunde der entscheidende Mann. Also der Minister natürlich gibt die Richtung vor, aber es gibt unter ihm 2, 3, 4 Staatssekretäre, die den Laden leiten. Ja. Und Jörg Kukies ist jetzt zuständig für die Finanzmarktregulierung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein privater Investmentbanker soll jetzt die Regulierung regeln. Das ist Korruption in Reinkultur. Was schreibt die Zeit dazu, die als klassische liberale Zeitung gilt, SPD-nah und so weiter? Ja, da steht vom Redakteur, ich glaube Marc Schieritz, der hat dann geschrieben, ja, dass diese Goldman Sachs Banker, die dann in Regierung kommen, die wären ja so fähig und deshalb würde man sie nehmen. Und da ist also, da in dem ersten Artikel war nicht ein Wort der Kritik, nicht mal irgendwie, dass man sagt, was hat das eigentlich, wie demokratisch, was soll das eigentlich? Das wird nicht nur hingenommen, das wird noch gelobt.
in der Zeit vom führenden Wirtschaftsredakteur wird das noch gelobt, diese Entscheidung. Und da frage ich mich doch, ja, in welchem Wolkenkuckucksheim lebt man denn dort in solch einer Redaktion? Also das ist doch, offenkundiger kann doch die Korruption gar nicht mehr werden. Also die nächste Stufe wäre, dass der Minister direkt von der Bank kommt, ja, so wie es in den USA der Fall ist. Ja. Da ist ja der Minister direkt vorher Bankchef gewesen. Soweit sind wir noch nicht. Ja, wir haben noch einen Politiker, Olaf Scholz, an der Spitze, auch Bilderberg-Gast gewesen, ja. Aber das ist Korruption. Also und da muss man sich drüber empören und das ist Aufgabe großer Medien. Und wenn das nicht passiert, dann weiß ich auch nicht. Wenn die Zeit das so schreibt, dass dort ein fähiger Mann ist, dann stimmt das ja. Man muss auf der anderen Seite sagen, warum? Ja, das ist schon richtig. Jemand, der bei Goldman Sachs arbeitet, arbeitet dort nicht, weil der so nett ist, sondern der kann da schon was. Er kann schon was, ja. Für Goldman Sachs, für seine Branche ist er gut. Die Frage muss ja dann auch eigentlich gestellt werden, warum haben wir denn in der Demokratie, in unserem eigenen, keine Politiker, die Expertise haben? Also wie... Der ist fähig, aber sind bei uns nur Unfähige. Die Frage müsste man ja beantworten. Aber dass die Medien das eben so loben, das hat doch auch damit zu tun, dass sie doch letztendlich auch über Kader gekommen sind und die Scheuklappen tragen, ohne das offensichtlich zu bemerken. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe lange gedacht, die beißen abends in die Decke oder nehmen irgendwelche Substanzen, um in die Redaktion zu gehen. Dann habe ich festgestellt, wenn ich die mal getroffen habe, die glauben das wirklich. Ja, also die sehen das gar nicht. Die denken dann immer, ich sage, du weißt aber schon, da sehe ich gar keinen Widerspruch. Wie können wir das durchbrechen? Damit wir brauchen ja die Massenmedien dahingehend, dass die Massenmedien die Massen erreichen. Wir erreichen Teile der Massen, aber nicht die Massen, die Massenmedien erreichen. Wie schaffen wir es bei den Kollegen, so eine Art Aufwachprozess, möchte ich das nicht nennen, aber Dauerkoma-Pause mal zu erreichen? Einfach mal, vielleicht auch mal die Argumente hören, die wir so bringen, das sind doch Fakten. Der ist doch, in der Justiz würde man sagen, so jemand ist, von einer Bank kommt und jetzt in dieser Branche, bei der Politik arbeitet, der ist befangen. Das muss man doch zugeben, dass der befangen ist. Wie können wir dafür sorgen, dass diese Kollegen sagen, da hast du recht und in diese Richtung mal gehen? Oder ist das Illusion, dass man da was erreichen kann? Also ich habe es immer wieder versucht in den letzten Jahren. Ich habe immer wieder versucht, direkten Kontakt zu Journalisten aus dem Mainstream aufzunehmen, zu schreiben, zu telefonieren und so weiter. Und inzwischen bin ich wirklich zu der Auffassung gekommen, es funktioniert nicht. Sie sind nicht zu erreichen. Sie haben sich entschieden, in ihrer Blase zu existieren. Und es ist eben, dieser Graben hat sich aufgetan und zwischen alternativen Medien und Mainstream-Medien. Man bekämpft sich gegenseitig sozusagen und da ist der Dialog, man sollte den Dialog weiter suchen, aber ich persönlich habe keine große Hoffnung, was das angeht. Meine Hoffnung ist mehr das Wachstum der Alternativmedien tatsächlich, dass dort wirklich Neues entsteht und neue Leute sich finden. Ich gebe keine Hoffnung auf die, oder nur sehr wenig Hoffnung auf die Leute, die bei den großen Medien arbeiten, wobei man da auch unterscheiden muss, nicht alle in einen Topf rühren. Auch bei den etablierten Medien gibt es gute Kollegen, die gute Arbeit machen. Es gibt auch gute Redaktionen, es gibt auch immer wieder gute Beiträge bei Frontal 21, bei ARD Monitor. Ich lese auch gerne Berichte von Prantl. Muss man auch sagen, gibt es auch. Aber die Leute, die Entscheidungen treffen, wenn man jetzt mit jemandem zu tun hat, wie mit, jetzt habe ich auch einen Namen erfolgreich verdrängt, von der ARD-Tagesschau-Chef Kai Gnifke. Ja. Wenn man mit so jemand zu tun hat und seine Argumentation verfolgt, und ich habe ein paar Mal mit ihm Argumente ausgetauscht für Artikelrecherchen, wo ich um eine Stellungnahme gebeten hat, dann merkt man, das ist der Mann, der also verantwortlich ist für die Redaktion von Tagesschau und Tagesthemen. Und so wie er seine Aufgabe ausführt, wenn es um Kritik geht, wenn es um Rechercheanfragen geht von Alternativmedien, wie jetzt von mir, dann merkt man, dem geht es eigentlich nur noch um Gesichtswahrung, um Schadensbegrenzung, um ja, das Image, die Fassade muss stimmen. Es geht nicht um Austausch von Argumenten. Es geht nicht um Einsicht, es geht auch nicht um Dialog, es geht auch nicht darum, lassen Sie uns mal miteinander reden. Es geht nur noch darum, dass man möglichst gut aussieht, dass man möglichst sich aus der Affäre zieht, dass man durchhält. Das sind eigentlich, also von der Psychologie, wenn Sie sich jetzt überlegen, was sind das für Menschen, was haben die für Ziele, dann sehe ich da nicht, ich sehe da jetzt nicht die intellektuelle Neugier bei diesen Menschen, jetzt wirklich zu erkennen, wo leben wir, was können wir verbessern, die sehe ich da nicht. Ich glaube, solche Leute machen auch nicht Karriere im System, die diese Neugier haben. Wie kommen Sie denn als ab und zu Konsument, gehe ich von aus, mit der Bundespressekonferenz? Ja, das kann ich mir nicht mehr anschauen. Also was der Thilo Jung da macht, ist ja wirklich sehr verdienstvoll. Aber ich persönlich kann es mir nicht mehr angucken, weil ich finde, irgendwie es reicht. Also man kann, klar, manchmal kann man schmunzeln, aber eigentlich ist es so traurig, wie dort versucht wird, den Problem auszuweichen, wie dort beschönigt wird, gerade gebogen wird. Das ist also unerträglich. Also ein einziges Gestammel, finde ich auch. Ich finde auch die, die dort sitzen, können ich mal gut verkaufen. Ja, was es gibt ja auch nichts zu verkaufen. Es ist ja wirklich, was haben Sie denn in der Hand? Das ist ja, ja. Weil wir bei den alternativen Medien sind und dass die sich auch mit Etablierten bekämpfen. Ich persönlich tue es nicht mehr. Ich ignoriere es auch nicht, lese die natürlich, weil ich die großen Richtungen, die da vorgegeben werden, natürlich wissen muss. Aber bekämpfen hat gar keinen Sinn, sondern ich baue lieber was Neues auf nach diesem amerikanischen Architekten. Statt das Alte zu bekämpfen, was Neues aufbauen, Alternativen tatsächlich anbieten.
Aber darauf hat das System natürlich reagiert. Ich fand bei Ihnen einen wirklich schönen Begriff, nämlich einfach neben Verschwörungstheorie, Branding, denen ich zuhören, diese tabuisierten Wahrheiten zu bringen. Mhm. Also alte Begriffe neu zu belegen. Früher gab es üble Nachrichten, das ist jetzt Hate Speech. Dann gab es Zeitungsenden, das sind jetzt Fake News. Und dann wird überall so, und dann wird angewiesen, dass das bitte zu löschen sei. Ich meine, was wir im Moment mit Facebook erleben, ein Konzern davon lebt, auszuspionieren, den fühlt man jetzt so halb vor, der spioniert aus. Das ist ja vollkommen absurd. Aber das ist absurd, ja. Das hat natürlich traurige Züge, wie man im Buch auch lesen kann. Also 2017 zum Beispiel Heiko Maas, das Netzdurchsuchungsgesetz. Klingt erstmal so, Netzwerkdurchsuchung, betrifft mich das. Das ist schon relevant. Das ist relevant und ich merke es auch in diesen Tagen. Ich habe Leser, die mir schreiben, die sagen, was auf Twitter passiert. Ich bin ja seit ein paar Wochen auf Twitter unterwegs und da gibt es halt einen, der auch sehr viel politische Postings macht, den ich auch persönlich kenne und der jetzt keinen Hate Speech oder so macht, der aber immer wieder unter diesen Shadowban fällt. Also den Begriff ist, glaube ich, bekannt. Das ist, Twitter streitet ab, dass es das gibt, aber offenkundig ist das doch der Fall. Also Tweets von Leuten, die können weiter twittern, aber ihre Tweets sind nicht mehr sichtbar für die breite Öffentlichkeit und das merken sie selber aber nicht. Mhm. Es gibt eine Website, wo man das überprüfen kann und dann doch rausbekommt. Und Twitter arbeitet damit sehr aktiv, gerade jetzt seit das Gesetz in Kraft getreten ist, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, offenkundig arbeiten hier im Hintergrund irgendwelche Algorithmen, die nach undurchschaubaren Kriterien bewerten, wer jetzt da Hate Speech verbreitet und wer nicht. Und das sind natürlich Zensurbestrebungen, die es bei Facebook genauso gibt, die es in vielen Kommentarbereichen auch gibt. Aber das sind ja nicht nur Zensurbestrebungen, das ist ja Zensur, aber eben sehr, sehr unauffällig. Das ist ja Orwell 2.0. Ja, und gerade bei Twitter ist eben dieses Shadowbanning, das ist eben so brisant und so verheerend, weil es eben unsichtbar ist, weil es schwer sichtbar ist. Und das ist die perfektionierte Zensur, von der niemand mehr was merkt. Bei der ARD, die machen es ja ein bisschen anders, das finde ich ganz interessant. Bei ARD Tagesschau, wenn sie dort einen Kommentar schalten, haben sie es inzwischen so geregelt, wenn ihr Kommentar nicht freigeschaltet wird, dann können sie selber, aber dann ist er für sie selber noch gespeichert und sie sehen, der ist irgendwie rot markiert, der wurde nicht freigeschaltet. Es ist also nachvollziehbar. Man kann auch später belegen, ich habe hier einen Kommentar gepostet, der wurde nicht frei. Und bei anderen Medien wird es einfach nur gelöscht ohne Beleg. Mhm. Und dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist natürlich unglaublich verheerend, das Signal, was davon ausging. Russland hat es kopiert, wenige Wochen später. Und wurde dann kritisiert, von Amnesty International, das wäre ja totalitär. Kann sich Heiko Maas also zugute halten, in Anführungszeichen, was er da sich geleistet hat, denn das ist auch wieder interessant gewesen, die Diskussion im Ausschuss, die Diskussion Fachleute, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, gibt es ja Ausschussanhörungen, wo Experten geladen werden und Stellungnahmen abgeben. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess mit kompetenten Menschen, die beteiligt sind. Fast alle, die beteiligt waren, alle Experten, haben gesagt, dieser Entwurf ist verfassungswidrig. Und trotzdem wurde das Gesetz verabschiedet. Das heißt, was haben wir denn hier für eine Ausschusskultur? Was ist denn hier für ein Diskussionsgebaren? Wenn vom Bundestag geladene Experten sagen, das ist verfassungswidrig, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist doch pervers. Das ist Schein. Ja, das ist Schein. Und dieses Gesetz, ich habe da ein bisschen nachgebohrt, weil mich interessiert hat, wo kommt das eigentlich her? Das Gesetz, auf das dann auch Bezug genommen wird, Volksverhetzung ist ja ein Paragraph, der da eine Rolle spielt. Mhm. Ich glaube, es ist Paragraph 130. Also, ja. Dass man nicht zur Gewalt unter den Völkern... Und den öffentlichen Frieden stört und so weiter. Dass man nicht zur Gewalt unter den Völkern, anheizt. Das ist ja ein sehr löblicher Paragraph. Volksverhetzung, den gibt es ja schon. Das ist ja wirklich ein Kern unserer Rechtsordnung. Wo kommt dieser Paragraph eigentlich her? Und dann sieht man, dass es diesen Paragraphen in ähnlicher Form schon seit über 100 Jahren gibt. Und das hieß früher Klassenverhetzung. Da ging es darum, dass es verboten war, zur Gewalt gegen die Klassen, also gegen eine höhere Klasse aufzurufen. Es ging um Klassenkampf und es ging um die Auseinandersetzung mit der Elite im eigenen Land. Daher kommt dieser Begriff. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde daraus dieses Volksverhetzung. Also da hat man diesen Klassengedanken rausgenommen, aber das ist die Quelle, das ist der Ursprung. Und wenn man sich anschaut, was in der Kaiserzeit der Fall war, da wurde genau politisch abweichende Meinungen wurden verboten mit diesem Klassenverhetzungsparagrafen. Und seinen Höhepunkt fand das unter Bismarck mit den Sozialistengesetzen. Einige werden es vielleicht noch kennen. Da wurde ja auch die SPD dann verboten, also vor 1900 war das. Und da waren ja richtig, eine Aussage wurde dann in der Presse verboten, wenn sie sozialistischen Inhalt hatte. Mhm. Und so ein bisschen, also Gesinnungsjustiz. Ja. So. Und heute geht es halt, ja,
Gesinnungsjournalismus. Geht es auch wieder um Gesinnungen zunehmend. Und das ist die Tradition, an die wir anknüpfen. Das ist eine Tradition aus der Kaiserzeit. Und das sollte man sich wirklich bewusst machen. Also ich fasse mal zusammen. Meinungen im Volk, die in der Demokratie ja gewünscht sind. Ja, also dass die Menschen sich äußern, dass sie sich beteiligen. Weil Diskussion, weil ich lese bei Ihnen einen tollen Satz auch, dass Demokratie auch bedeutet, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen. Und zwar auch mit Argumenten der anderen. Sollte man meinen, ja. Sonst kann man mit sich alleine ja. Diktatur spielen. Aber wenn die eben zunehmend Probleme mit der Regierungsform haben oder mit der, dann möchte die Regierung das nicht haben und straft das eben ab. In Frankreich haben Sie ja daran erinnert, dass wir dort ja 2 Jahre lang einen Ausnahmezustand hatten, ja. Der jederzeit ja wiederkommen kann. Und das ist mein im Land der Französischen Revolution. Was bedeutet das eigentlich, Ausnahmezustand? Betrifft mich das, wenn ich Franzose bin? Ja, das betrifft natürlich nur die Leute, die in irgendeiner Form unter Verdacht der Behörden geraten. Die anderen, den anderen kann es egal sein. Nur die Frage ist, wann gerät man denn unter Verdacht? Und da wird es eben sehr schwammig. Und ein Ausnahmezustand führt eben dazu, dass Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Und auch das sollte man sich wieder auf der Zunge zergehen lassen. Grundrechte außer Kraft setzen, das ist ja schon Widerspruch in sich. Ja? Also ein Grundrecht ist ja ein Recht, was immer gilt, was die Grundlage unserer Rechtsordnung ist. Wenn man sowas außer Kraft setzen kann. Und in Frankreich passierte das nach einem Terroranschlag Ende 2015, wo man bis heute gar nicht weiß, was da eigentlich genau gelaufen ist. Einem dubiosen, teilweise ungeklärten Terroranschlag. Wenn danach der Ausnahmezustand aufgerufen wird und Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, dann haben wir ein echtes Problem mit demokratischen Prinzipien. Und die Demokratie soll ja verteidigt werden. Und ich denke, der erste Schritt, um das zu tun, ist es, die Grundrechte zu verteidigen. Und auch da passiert in den Medien nicht so viel. Also jetzt jüngst wurde ja bekannt, dass in Bayern jetzt neue Polizeigesetze eingeführt werden sollen, wonach die Polizei immer mehr Geheimdienstbefugnisse bekommt. Und es ist ja eine Lehre aus dem Dritten Reich, aus der Nazizeit gewesen, die Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten ganz klar zu trennen, weil man im Dritten Reich gesehen hat, was passiert, wenn das verschmilzt. Politische Polizei und so weiter. Und das wird jetzt wieder zurückgedreht. Und da müssen wir auch gucken, in welcher Traditionslinie bewegt sich die Politik eigentlich gerade im Moment. Und ich glaube, das ist keine gute. Weil Sie gerade von Terroranschlag 2015 gesprochen haben, bei Ihnen auch etwas, wo ich dachte, der Herr Schreier schafft es wirklich, Dinge, die da liegen, aber so komplex als Puzzle erscheinen, so zusammenzudampfen, dass man sagt, er bringt es auf den Punkt, das stimmt. Zum Beispiel, die Aufklärungsquote bei Verbrechen steht im umgekehrten Verhältnis zur Bedeutung des Ereignisses. Also je wichtiger es wäre, dieses Verbrechen aufzuklären, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das nicht passiert. Sie nennen die NSU-Affäre, wo am 11.11., ich meine, da ist in Köln Ausnahmezustand, die Akten geschreddert werden. Wer soll das eigentlich glauben? Ja. Wer soll das glauben? Oder jetzt Novichok, ne? Ja. Extrem dubios, ja, wo sie auch sagen, Hillary Clinton fällt ja auch im Bereich Novichok, die ja, das habe ich jetzt woanders gelesen, aber die ja versucht hat, als Amerika unter Verdacht stand, dieses Gift auch zu haben, dass das nicht als Gift deklariert wird. Also MH14, bis heute nicht geklärt, wie das war. Also vom 11. September brauchen wir nicht reden. Masri, Berlin, wird dann unter dubiosen Umständen erschossen. Ich habe einfach gemerkt, dass das ein Kriterium ist. Also wenn man gucken möchte, wo ist irgendwo der Wurm drin, dann muss man eigentlich nur schauen, welche Verbrechen sind eigentlich nicht aufgeklärt worden. Da fällt dann schon auf, dass die ganz großen Sachen, dass da die Aufklärung sehr schlecht läuft, sehr schleppend läuft, dass gerade dort, wo es sehr wichtig ist, wo es um den Verdacht von staatlicher Beteiligung geht, dass da dann auf einmal ganz viele Zeugen sterben, wie im NSU-Fall, oder dass Akten vernichtet werden. Und das ist schwer, das jetzt als alles als Zufall oder als Verfahrensfehler oder Panne abzutun. Das häuft sich doch zu sehr. Da ist die Serie zu stabil. Ja. In Ihrem Buch traf ich dann wieder auf den Namen einer Frau, wo ich immer dann, wie soll ich das ausdrücken? Ich trinke kaum Alkohol, aber dann brauche ich den immer in größeren Mengen. IM Victoria, Annetta Kahane, Amadeo Antonio Stiftung, die Frau, die 8 Jahre lang für die Stasi gespitzelt hat. Ich glaube, ihre Akte ist mindestens 400 Seiten stark, die in Deutschland bei der Amadeo Stiftung dafür sorgt, dass der Staat keine Probleme bekommt mit Menschen, die von der Staatsmeinung abweichen. Warum kommen solche Leute nach wie vor in Lohn und Brot? Vielleicht, weil sie zuverlässig sind? Tja, das wäre die böse Vermutung, die man äußern könnte. Ich weiß es nicht. Also es ist auf alle Fälle sehr auffällig, wenn man sich anguckt, was diese Dame für eine Biografie hat, dass so jemand Verantwortung bekommt und mitberatend tätig wird bei der Vorbereitung von diesen Bestrebungen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so weiter. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ja eigentlich eine Stiftung gegen rechte Gewalt, gegen Rechtsradikalismus. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Das ist ja eine vernünftige Arbeit. Aber was dort tatsächlich passiert und die Studien, die dort entstehen, sind teilweise sehr fragwürdig, wenn man sich das näher anguckt und die Leute, die dafür arbeiten, ich habe das im Buch auch eine Mitarbeiterin,
die, ja, ich will mal sagen, eine sehr fragwürdige Biografie hat, hat dort redaktionelle Verantwortung für so eine Broschüre zum Thema Hate Speech gehabt. Die selbst auf Twitter nur was von Hate Speech, also lauter gehatet hat. Die selbst eigentlich Hate Speech verbreitet hat, ja, ja. Nachweislich. Es ist absurd und ja. Im Buch fällt auch der Begriff Querfront. Sie machen 2-3 Exkurse in die Geschichte, was ich sehr sympathisch finde. Kommen wir jetzt auch gleich drauf, weil wir kommen dann zu Auswegen, den Volksentscheid, der immer weggedrückt hat mit der Weimarer Erfahrung. Aber ja. Lassen Sie uns mal beim Querfront-Begriff bleiben. Querfront wird dann immer gesagt, ja, Querfront, das haben die Nazis benutzt. Ja. Sie sagen, Entschuldigung, Querfront-Nazis, da gab es zwar was, aber die Nazis haben eigentlich die Linken bekämpft. Können Sie es mal aufdröseln? Ja, also die Argumentation geht so. Es wird ja heute gesagt, wenn das System kritisiert wird von ganz links und von ganz rechts, dann wird gesagt, das ist jetzt eine Querfront, wir müssen höllisch aufpassen. In der Nazizeit habe es schon einmal eine Querfront gegeben zwischen ganz links und ganz rechts und das habe zum Aufstieg der Nazis geführt. Das ist so die Argumentation, die mehr oder weniger in der Form gebracht wird. Wenn man sich das jetzt wirklich mal anschaut, was war Anfang der 30er Jahre in Deutschland mit Bezug auf Querfront, dann sieht man, es gab bei der NSDAP, also bei der Nazi-Partei, auch Linke, die quasi kapitalismuskritisch waren, wenn man das jetzt mal so definieren will, links. Also eine kapitalismuskritische Fraktion in der NSDAP. Und da gab es einige Leute, die wollten zusammenarbeiten mit den Gewerkschaften, um eine Querfront zu bilden tatsächlich. Nun war es aber so, dass diese Fraktion sich gegen Hitler nicht durchsetzen konnte. Denn Hitler war ganz klar kapitalistisch orientiert. Er hat gesehen, er wollte das System so vertreten, das Privateigentum schützen, das hat er immer wieder gesagt. Diese Fraktion hat sich 1932 nicht durchsetzen können, wurde mehr oder weniger entmachtet, dieser Flügel. Diese Querfront hat nie bestanden und der Aufstieg der Nazis... Wurde von den Nazis bekämpft. Ja, natürlich. Und diese Leute wurden später bekämpft. Und der Aufstieg der Nazis resultiert aus der Wirtschaftskrise von 1929. Vorher spielte die NSDAP auch keine große Rolle. Erst bei den Wahlen ab 1930 kamen die großen Zuwächse. Das ist die eigentliche Quelle, der wirtschaftliche Zusammenbruch, die extreme Polarisierung, das Auseinanderklaffen von Arm und Reich, ist extreme Armut. Ich kenne es noch von meinem Vater. Mein Vater ist Jahrgang 1927. Der hat diese extreme Armut Anfang der 30er Jahre noch als Kind erlebt in seiner Straße mit den Bettlern im Wohnhaus, im Hauseingang und so weiter. Er hat mir davon erzählt, es ist viel dramatischer als heute gewesen. Das war eine wesentliche Ursache für den Aufstieg der Nazis. Dass heute dieser Begriff Querfront immer wieder genannt wird, als Bedrohung gesehen wird, ist aus meiner Sicht mit großer Vorsicht zu genießen, denn natürlich muss man fragen, steht man auf der linken Seite des Spektrums oder auf der rechten Seite? Und ich habe den Eindruck, viele Leute wissen gar nicht mehr, woran man das eigentlich festmacht. Woran macht man das denn fest? So, und darüber kann man diskutieren. Und meine Position ist, dass links eigentlich bedeutet, man geht davon aus, dass alle Menschen gleich sind, nicht jeder hat das Gleiche, sondern jeder ist gleich viel wert, jeder Mensch. Es gibt nicht das gleiche Recht, die gleiche Würde. Die gleichen Rechte und so weiter. Das ist ein linkes Prinzip. Und ein rechtes Prinzip ist eigentlich, dass man davon ausgeht, man braucht eine Autorität, die führt. Wir brauchen, das System muss stabil sein. Wir brauchen einen Führer, der uns anleitet. Und dieses Autoritätsprinzip eben, dieses Verlassen auf Autorität an der Spitze, das ist ganz klar das rechte Prinzip. Und das ist der eigentliche Unterschied aus meiner Sicht, kann man jetzt auch streiten, das ist aus meiner Sicht der große Unterschied zwischen links und rechts. Und wenn man sich anguckt, wer kritisiert heute das System, wer kritisiert die Regierung, wer kritisiert etablierte Parteien, dann gibt es Leute, die kritisieren das vom autoritären Spektrum her, da würde ich die AfD einordnen. Die sagen, wir brauchen, Merkel muss weg, ist ja der Slogan. Das heißt, wir brauchen einen neuen Mann an der Spitze, am besten einen von uns. Und dann, der durchgreift. So, und dann vielleicht noch mit dem Euro, raus aus dem Euro und noch schottendicht, Flüchtlinge raus. Und dann läuft schon wieder alles irgendwie. Und da würde ich sagen, oh, Vorsicht Leute, also die Probleme liegen tiefer. Aus meiner Sicht doch viel, viel tiefer. Und die Leute, die das System von links kritisieren, machen das anders. Und das jetzt mal eben so zusammenzurühren, nur weil, ach, diese kritisieren ja auch das System, also sind die alle irgendwie gleich. Das ist dumm. Mhm. Im Buch komme ich auf den Begriff Autorität der Vernunft. Ich habe da auch, der aber von Adolf Hitler mitgeprägt wurde. Genau. Und er und Angela Merkel haben etwas gemeinsam. Sie lehnten den Volksentscheid entschieden ab. Werden wir auch gleich drauf kommen. Ja. Aber weil Sie gerade eben auch von Führung gesprochen haben, ich erinnere noch mal an den Kollegen, der früher bei der NATO war und jetzt eben bei der AfD ist und der ja auch in einem Interview gesagt, Menschen müssen geführt werden. Und noch eindeutiger, warum sie geführt werden müssen, nämlich um Dinge zu erreichen, sagt es Alexander Gauland, ein Zitat
aus dem Jahre 2012. Ich glaube, er hat es dem Tagesspiegel gegeben, Sie verlinken drauf. Mhm. Also Alexander Gauland, Fraktionschef, sagt Folgendes, das ist nicht von mir, das ist auch nicht in den Mund gelegt, das kann man auch nachlesen. Nicht durch Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848, 1849, also die Revolution gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Mhm. Ja, das ist ja eindeutig, oder? Das ist die Sprache von Bismarck. Mhm. Da knüpft er eigentlich an. So, ja. Und das ist wieder so eine Traditionslinie. Wo knüpft man eigentlich an? Das ist Kaiserzeit. Das ist Denken aus autoritärstes Denken aus der Kaiserzeit. Sollte man sich darüber bewusst sein, dass das die Tradition ist, in der man dann steht, wenn man sowas sagt. Aber dieses autoritäre Denken war ja nicht nach Bismarck vorbei. Auch die Väter des Grundgesetzes, ja, von Adenauer bis Theodor Heuss, haben sich dem verpflichtet oder waren so geprägt, muss man vielleicht auch mal sagen. Die sind ja so groß geworden. Ich traue dem Menschen nichts, soll ja auch Adenauer gesagt haben. Ja, genau. Da sind wir beim Grundgesetz. Das Grundgesetz setzt ja, spricht überhaupt nicht von direkter Demokratie, ist gar nicht vorgesehen. Das ist eigentlich merkwürdig, weil in den Landesparlamenten nach 45 die direkte Demokratie in den verschiedenen Ländern schon gewollt war. Warum hat sich die direkte Demokratie beim Schaffen des Grundgesetzes, also vorübergehend bis zur Verfassung, ist ja alles anders gekommen? Warum hat es keinen Eingang gefunden? Womit hat das zu tun? Das ist eine Frage, der ich im Buch sehr viel Platz widme, weil mich das sehr interessiert hat. Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir direkte Demokratie heute ergänzend dringend brauchen. Und ich habe mich gefragt, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, warum haben wir eigentlich kein Gesetz darüber? Denn im Grundgesetz steht, das Volk drückt seinen Willen in Wahlen und Abstimmungen aus. Und in dem Wort Abstimmung steckt schon drin, dass direkte Demokratie jetzt nicht ausgeschlossen wird. Aber es gibt kein erläuterndes Bundesgesetz dazu. Zu Wahlen gibt es ein Bundesgesetz, da steht, wie Wahlen ablaufen, unter welchen Bedingungen. Zu Volksabstimmung gibt es kein solches Gesetz. Und es gibt einen Forscher, der sich die meiste Zeit seines Lebens darauf verwendet hat, zu erforschen, wie direkte Demokratie in Deutschland, welche Geschichte sie hat und wie das mit dem Grundgesetz damals war. Das ist der Ottmar Jung. Seine Bücher kann ich sehr empfehlen. Die waren eine sehr wichtige Quelle für mich. Und er hat das eben untersucht und er hat zunächst mal, schon in den 80er Jahren untersucht, wie eigentlich die direkte Demokratie in der Weimarer Republik organisiert war. Und das ist interessant. Das ist die einzige Zeit in der deutschen Geschichte, wo es direkte Demokratie in Deutschland gab. Von 1919 bis 1933, ja, also in der Weimarer Republik hatten wir das. Und es gab Volksabstimmungen und sehr spannende Volksabstimmungen, die ich auch schildere in meinem Buch. Da kann man, glaube ich, viel daraus lernen für unsere heutige Zeit. Zum Grundgesetz. Die Stimmung war nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich so, dass unter den Politikern, unter den leitenden Politikern, gab es eigentlich eine mehrheitliche Stimmung pro direkte Demokratie mit dem Hintergrund der Weimarer Republik. Man hatte sich eigentlich daran gewöhnt. Das gab es. Es hat mehr oder weniger gut oder schlecht funktioniert. Gab es eine Quote? Es gab eine Quote, die Hälfte der Bevölkerung musste an einer Abstimmung teilnehmen, dann war die Abstimmung gültig, das war eine sehr hohe, Quorum nennt man das, das war ein sehr hohes Quorum. Die Stimmung war also gut nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es gab eine große Frage und das war, die alles dominiert hat, die Politik, das war die Frage der deutschen Teilung. Noch kurz zuvor, 1946, 1947, wurden schon die Verfassungen der Länder beschlossen im Westen. Und in diesen Verfassungen war überall direkte Demokratie ganz natürlich mit drin. Das müssen wir mal sagen. Also nicht in irgendeinem, sondern in allen. Ja, war überall mit drin. Und sogar noch erweitert. Die Befugnisse waren noch erweitert. Es war quasi fortentwickelt. Das war also nicht so, dass man nach der Nazi-Zeit gesagt hat, das ist ganz gefährlich, sondern man wollte es weiterentwickeln. Hat es auch getan in den Ländern. Das war 46, 47. Das ist eine sehr bewegte Zeit. Jetzt sind wir im Frühjahr 1948. Und jetzt ist der Punkt, wo die Westmächte entschieden haben, mit den USA an der Spitze, Deutschland bleibt geteilt. Das ist die Entscheidung gewesen und der Hintergrund ist relativ simpel, kann man ganz einfach skizzieren. Die Westmächte hatten den größten Teil von Deutschland besetzt. Wenn man jetzt ein neutrales Deutschland angestrebt hätte, hätte man den Russen Zugeständnisse machen müssen. Also zum Beispiel, die Russen wollten das ja lange, also Khrushchev wollte ja auch Deutschland 56 schon wieder vereinigen. Die SED hat offen dafür geworben, ein gemeinsames Deutschland mit der Bedingung neutral und entmilitarisiert, was ja fantastisch gewesen wäre. Genau. Ja. So, also das nach diesem Deutschland dann ein entmilitarisiertes Deutschland wäre. Das war der große Konflikt. Die Bevölkerung wollte mehrheitlich natürlich, dass Deutschland nicht geteilt ist. Ist ja sonnenklar. Und die Amerikaner und die Westmächte haben mal gesagt, nee, diese Zugeständnisse machen wir nicht. Das Land muss geteilt werden. Das wurde natürlich nicht offen gesagt, aber das war hinter den Kulissen die Stimmung. Und jetzt die Westpolitiker, die ja nun nicht besonders fest im Sattel saßen, sondern entschieden haben ja die Militärgouverneure. Ja, die waren oben. Die Westmächte haben ja alles entschieden und die Demokratie sollte jetzt aufgebaut werden unter fürsorglicher Vorherrschaft in Anführungszeichen der Westleute. So, was machen wir jetzt? Und jetzt kommt die Frage der Volksabstimmung. Und im Osten findet 1948, wenn ich
ich jetzt richtig erinnere, wo steht es genau drin, wird eine Volksabstimmung vorbereitet zur Frage der Wiedervereinigung. So, und jetzt hat man im Westen eine Heidenangst, was machen wir jetzt, wenn, denn das war klar, das Volk, wenn wir eine Abstimmung durchführen im Westen, dann sagt das Volk, wir wollen keine Teilung. Mhm. Aber das steht im Widerspruch zu dem, was die da oben verlangen. So, dann sehen wir aus wie Marionetten, weil wir es ja dann, weil wir den Volkswillen dann ja nicht umsetzen, weil das, die da oben erlauben das sowieso nicht. Also die Militärs von den Siegern. Dann wird es offenkundig, das Volk möchte und dann macht es sich umgesetzt, dann wird man sein Gesicht verlieren. Gesicht verlieren. Und das war der Grund, das war der Kontext, unter dem über direkte Demokratie 1948 gesprochen wurde. Und 1948 waren die Beratungen zum Grundgesetz. Das war genau die Zeit. Und so erklärt sich, dass im Grundgesetz direkte Demokratie mit ganz spitzen Fingern angefasst worden ist. Es gab bei den Sitzungen, gibt es ja Protokolle drüber, habe ich mir auch angeschaut, immer mal wieder Initiativen, das einzubringen, von der KPD vor allen Dingen, die ja damals auch in dem Ausschuss drin war, der das Grundgesetz mitberaten, waren auch KPD-Politiker drin, weil sie wissen auch viele nicht mehr. Und das waren Leute, die unter den Nazis im Zuchthaus gesessen haben, im KZ gesessen haben, die so wirklich ehrenwerte Menschen. Ja, das wurde mit spitzen Fingern angefasst und die Leute, die vor allen Dingen sich dagegen gewehrt haben bei den Beratungen zum Grundgesetz, waren zum einen Theodor Heuss, der ja später Bundespräsident gewesen ist. Schaut auf diese Stadt. Ja, und der andere, der dagegen, ich habe mich gefragt, wer waren eigentlich die Kräfte, und einer andere war ein SPD-Politiker namens Rudolf Katz. Und den habe ich mal ein bisschen recherchiert, weil das hat mich schon interessiert, aus welchem Umfeld kommen diese Leute, die das eigentlich verbockt haben, dass wir heute kein Bundesgesetz zur Volksabstimmung haben. Und das ist ein historischer Exkurs, aber ich denke, man muss das wissen, wenn man heute über direkte Demokratie redet, denn wir brauchen es heute. Mhm. Wir werden noch darauf kommen, wie man das schrittweise einführt, weil ich finde es schon in Ordnung, dass man es nicht einfach so blind einführt, weil manchmal sind Stimmungen, die man ja über Medien sehr stark manipulieren kann, die aber in privater Hand sind, kann man das ja auch antidemokratisch benutzen. Das heißt, man sollte sich schon schlau machen und die Quote der Beteiligten, die dann mitwählt, sollte schon groß genug sein, dass man da, haben die Leute eigentlich Ahnung oder haben sie zu viel Bildzeitung gelesen oder irgendeine Kampagne, sind sie auf dem Leim, oder wenn du das ja sagst, kriegst du eine Dose Pepsi. Also man könnte ja alles machen. Ja. Aber lassen Sie uns noch bei dem Volksentscheid nochmal auf die Weimarer Erfahrung zurückkommen. Also ich möchte das vielleicht mal beschreiben. Es gab ja Volksentscheid dazu, ob es neue Panzerkreuzer geben sollte, 1928, und auch zum Young-Plan. Mhm. Beschreiben Sie mal, wie sind diese beiden Volksabstimmungen, Panzerkreuzer und Young-Plan, und was ging es da und wie sind die ausgegangen? Na, zuallererst, das ist eigentlich der Spannendste, da würde ich gerne noch kurz was dazu sagen, das ist der Volksentscheid zur Fürstenenteignung, denn da geht es ums Eigentum. Das ist von 1926 und das ist eine super spannende Geschichte. Also es war so, dass in Deutschland gab es ja eine Revolution 1919, das war ja eigentlich unsere letzte Revolution, die wir hier hatten. Und da kamen ja natürlich demokratische Gedanken, hatten Oberwasser, und KPD und SPD haben gemeinsam einen Volksentscheid beantragt zum Thema Fürstenenteignung. Und der Hintergrund war der, dass nach der Revolution 1919 die Fürsten ja entmachtet worden sind. Und die hatten ja riesige Besitztümer in den Ländern, Grundbesitz und so weiter. Das war ja unheimliche Massen an Vermögen. Und die Revolution hatte eigentlich dafür gesorgt, oder hatte gesagt, diese Leute sind jetzt entmachtet. Aber die haben dann vor Gerichten um Entschädigung gestritten. Diese Prozesse zogen sich jahrelang hin und das wurde verzögert, denn die Gerichte waren ja noch mit den Richtern aus der Kaiserzeit. Die waren quasi Verbündete der alten Elite. Deshalb passierte da nichts. Auf juristischem Wege, die Revolution wurde quasi auf juristischem Wege ausgebremst. Das geht vielleicht auch in Deutschland besonders gut. Ja. Und dann gab es eben diesen Volksentscheid 1926. SPD und KPD gemeinsam haben sich aufgestellt, also die Linke gebündelt. Große Agitationskampagne, worum geht's? Also auch eine große Agitation, jetzt nicht mal nur negativ gemeint, sondern auch im Sinne von Bildung. Also das ist ja wie ein Wahlkampf, wo tatsächlich auch mit Argumenten geworben wird. Mhm. Und dann war das Ergebnis halt so, dass an der Abstimmung, damals gab es 40 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland, Deutschen Reich, und 15 Millionen haben teilgenommen. Zu wenig. Also 40%, schon sehr viel für eine Volksabstimmung, aber zu wenig für die Gültigkeit. Und von denen, die teilgenommen haben, haben über 90% für die Fürstenenteignung gestimmt. Sie sprechen von 96%, also ja, eindeutiger geht es ja nicht. Eindeutiger geht es nicht. Und das, es gab aber Riesenkampagnen, was die Fürsten alles getan haben in den letzten Jahrhunderten für die Menschen. Ja, da gab's, das stimmte auch wahrscheinlich vieles davon. Es gab auch eine Gegenkampagne, ja, klar. Also, um mal zu zeigen, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, das ist ja jetzt nicht in revolutionären Zeiten, das war 1926, da war wirklich, das Parlament hat gearbeitet und so weiter, und trotzdem war so etwas möglich, eine Volksabstimmung über eine Enteignung einer Bevölkerungsgruppe. Das,
sollte man wissen, dass es das in Deutschland gegeben hat. Ich beschreibe das genau. Mhm. Der nächste große Entscheid war 28 über Panzerkreuzer. Das ist heute relevant. Wir haben immer wieder große Rüstungsprojekte, die milliardenteuer sind. 5 Korvetten. Über die im Ausschuss, im Bundestagsausschuss von einer Handvoll Leuten entschieden wird, von denen einige auch gute Verbindungen zur Rüstungsindustrie haben. Mhm. Expertise nenne ich acht, das. Ja, genau. Und 28 hatten wir das auch. Und da gab es eben auch wieder eine Volksabstimmung angestrebt. Aber der Hintergrund war der, die SPD hatte im Wahlkampf 28 gesagt, wir machen das nicht mit der Rüstung, mit dieser Marineaufrüstung. Nein, machen wir nicht. Dann war die Wahl. Große Koalition, kennen wir ja heute auch. Und dann hat die SPD ist die NPD umgefallen und hat gesagt, nee, wir machen das doch. Und dann haben die KPD gesagt, dann machen wir eine Volksabstimmung. Und da hat die SPD gesagt, naja, aber dann ohne uns, weil da hätten sie ja ihr Gesicht verloren sozusagen. Und dann ist aus der Volksabstimmung, hatte sie nicht genug Erfolg, weil damals war Splitterpartei. Der Begriff Kommunist war ein Schimpfwort. Ja. So, und quasi, wenn man sich jetzt eingetragen hat für die Listen, jeder, der sich eingetragen hat, hat im Grunde gesagt, ich bin Kommunist. Und das war damals schon, es bedurfte schon Courage, sich dann einzutragen. Und das waren nicht so viele. Mhm. Aber ich finde das sehr spannend, einfach mal als Gedankenspiel, was wäre eigentlich heute, wenn solche Dinge wie ein Rüstungsprojekt ja von einer Volksabstimmung bedroht wären? Mhm. Oder in der Schweiz hat man das ja gemacht, ja, aber die Frage, ob man diesen neuen Kampfjets anschaffen soll, haben die Schweizer gesagt, nö. Man hat auch darüber abgestimmt, ob es so an die Schweizer GEZ-Gebühr weitergeben soll. Ja, und dann haben die gesagt, ja, weil sie ihre Nischenprogramme haben wollten. Aber ich möchte mal zurück zu diesen Panzerkreuzern. Die wurden ja dann gebaut und wurden alle im Weltkrieg versenkt. Genau. Da muss nochmal neu angeschafft werden. Also der Erbauer der Panzerkreuzer hat auf jeden Fall gleich doppelt verdient. Richtig. Wir haben jetzt in Deutschland 2017, wurde das glaube ich beschlossen, 3 oder 5 neue Korvetten, also Kriegsschiffe bestellt und die kosten 2 Milliarden. Sie bringen alternativ, was die Jugendbetreuung kostet. Das sind diese Größenordnungen, ja. Und das ist eben, das Geld kann man nur einmal ausgeben. Und wenn es für Kriegsschiffe drauf geht, dann geht es nicht für Soziales. Es ist nur ein Etat. Mhm. Also für die gesamte Jugendbetreuung hat man 1 Milliarde und für die Panzerschiffe hat man eben 5 Milliarden. Mhm. Aber es gibt auch den Young-Plan, mit dem ja sehr stark argumentiert wird. Ja. Der Young-Plan, Weimarer Erfahrung, dann haben wir den Young-Plan. Beschreiben Sie den Young-Plan. Was ist an dem so schrecklich? Dass, über den wurde ja auch abgestimmt. Auch zu wenig Quote. Was war da das Problem mit dem Young-Plan? Also es ist ja so gewesen, dass nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland auch von den Westmächten, besonders von den Amerikanern, politisch dominiert worden ist. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie heute Griechenland. Also so wie heute Griechenland von IWF und EZB im Grunde regiert wird. Ja, Troika. So war das. So ein ganz ähnliches Konstrukt hatten wir damals auch. Deutschland hat den Krieg verloren und wurden die Schulden aufgehalst, aufgebürdet sozusagen. Und die Alleinschuld. Die Alleinschuld und so weiter, also moralisch aufgeladen, die ganze Geschichte. Natürlich hatte Deutschland eine Riesenschuld an dem Krieg, überhaupt gar keine Frage, aber es war ein System, was ja dann auch den Aufstieg der Nazis mit befördert hat, weil diese riesige, als ungerecht wahrgenommen worden ist in der Bevölkerung, diese Last. Die Versailler Nebelverträge haben dazu geführt, dass eine noch größere Ungerechtigkeit entstand, die dann eben erst zum Aufstieg der Nazis geführt haben. Das hat alles was damit zu tun. Der Young-Plan war eigentlich ein Plan, der die Schuldenlast besser handelbar machen sollte, der die Schuldenlast etwas erleichtern sollte. Aber es war eben auch ein Plan, der diese Fremdsteuerung fortgeschrieben hat. Dass diese 20er Jahre sind eine Zeit, in der die Großindustrie in Deutschland und die Großindustrie der Amerikaner miteinander verflochten worden sind. Und ganz viel amerikanisches Geld ist hier investiert worden in Deutschland. Und dass dieser Young-Plan und der vorherige Plan waren Konstrukte, die diese riesige Wirtschaftsvernetzung organisiert haben. Im Zusammengehen mit dieser riesigen Schuldenrückzahlung, also Deutschland quasi. Es ist ein komplexes Thema. Man kann das jetzt nicht in 5 Minuten abhandeln. Aber es gab einen Volksentscheid über die Rücknahme des Young-Plans und das war ein rechtes Projekt. Das war ein Projekt der rechten, kaisertreuen Schicht. Die wollten eigentlich, die haben ein Gesetz zur Abstimmung gebracht, das nannten sie Freiheitsgesetz mit Sinn für Pathos. Haben quasi gesagt, Deutschland muss jetzt wieder frei sein, wir wollen hier selbst entscheiden. Und das ist natürlich auf ganz fruchtbaren Boden gefallen in der Bevölkerung. Aber es war kein linkes Projekt in dem Sinne, dass das Ziel eigentlich der breiten Bevölkerung nichts gebracht hat. Es ging eigentlich nur darum, die Macht von den ausländischen Finanzeliten auf die inländischen Finanzeliten zurückzuführen. Darum ging es eigentlich. Die Großindustrie stand dahinter. Da gab es damals den Hugenberg, diesen Pressezaren, der für die Schwerindustrie eigentlich Stimmung in großen Zeitungen gemacht hat, dem viele Zeitungen gehörten. Der hat eine wichtige Rolle gespielt. Hitler hat sich beteiligt, war aber mehr eine Randfigur bei dieser Volksabstimmung. Die Abstimmung war nicht erfolgreich, weil auch nicht genug Leute teilgenommen haben. Aber von den Leuten, die teilgenommen haben, haben auch 95% gesagt, wir wollen weg mit dem Young-Plan. Also es ist natürlich immer eine Frage,
Man kann mit solchen Abstimmungen auch Stimmung machen. Man kann den Leuten pathetische Gefühle sozusagen, diese fördern. Patriotismus missbrauchen. Man kann alles missbrauchen. Es ist schwierig, wenn man mit dieser Abstimmung argumentiert, zu sagen, Volksabstimmungen sind generell zu gefährlich, wir dürfen das nicht machen, das Volk ist zu verführbar. Mit diesem Argument kann man sich eigentlich auch gegen Wahlen wenden, denn auch bei Wahlen wird ja auch manipuliert, im Wahlkampf wird manipuliert, da wird auch den Leuten das Blaue vom Himmel versprochen. Diese Argumentation, die Leute sind eigentlich zu dumm, um sie direkt abstimmen zu lassen, ist eigentlich ein undemokratischer Gedanke. Aber es ist eine autoritäre Haltung, die man ja verkörpert. Was ich sagen will, ist, wenn man wirklich der Meinung ist, dass viele Menschen zu dumm sind, um rational zu entscheiden, man kann ja so argumentieren, und dann aber sagt, deswegen wollen wir das nicht, dann ist man kein Demokrat. Aus meiner Sicht, die einzige logische Schlussfolgerung daraus ist, sich für ganz massiv für Bildung einzusetzen, die Leute also zu bilden und zu informieren, damit sie in die Lage versetzt werden, eine kompetente Entscheidung zu treffen. Das ist eigentlich die Schlussfolgerung, die man ziehen müsste. Mhm. Die Weimarer Erfahrung war vor allem eine Erfahrung der Elite, dass bei Volksentscheiden eher linke Ideen, die also der Masse nützen, dass die gutiert werden. Mhm. Wenn man die Quote so nicht gehabt hätte, wären die auch durchgekommen. Richtig. Ja, ja. Und das wollte man nicht. Young-Plan muss man aber noch dazu sagen. Der Young-Plan sah vor, dass Deutschland Reparationszahlungen 10% des BIPs bezahlen sollte und die sollten erst enden 1988. Ja, also für immer sozusagen. Ja, und das ist klar, dass da, dass man damit Stimmung machen konnte, weil 1988. Ich möchte aber, weil Sie gerade gesagt haben, die Elite wollte eigentlich nicht nach außen bezahlen, sondern nach innen bezahlen, nochmal zur Haltung des Kapitals kommen. Das Kapital hat dahingehend keine Moral, dass es mit jedem zusammenarbeitet, wenn er dem Kapital sagt, wir lassen dich in Ruhe. Also der Kapitalismus hatte mit dem Nationalsozialismus keine Probleme, im Gegenteil. Und der Nationalsozialismus auch nicht mit dem Kapitalismus. Da steht aber drauf, Nationalsozialismus, das ist einfach Umverpackung. Und was viele ja auch nicht wissen ist, man spricht ja immer von Machtergreifung, eigentlich war es ja Machtübergabe der SPD, aber wenige Tage bevor Adolf Hitler zum Reichskanzler gekürt wurde, empfangen auf dem Obersalzberg die Spitzen der Wall Street. Was haben die da eigentlich besprochen? Wie das finanziert wird? Und große Teile von IG Farben, die ja schlimmes Zeug gemacht haben, da hat man riesige Aktienpakete auch in den Vereinigten Staaten verkauft. Aber das ist ja genau das, wo man sieht, dem Kapital war das letztendlich egal, hauptsächlich ein Krieg bringt Geld, was wir heute ja auch immer erleben. Das wird auch in Ihrem Buch dadurch bestätigt, dass die Oberschicht, die Finanzelite, die Oligarchen, die haben sehr wohl etwas, was man unten den Leuten nicht zugeht, nämlich Klassenbewusstsein. Sie schreiben zum Beispiel, die Elite schützt sich selbst. Solche Menschen wie Flick und Krupp, die ja maßgeblich den Nationalsozialismus unterstützt haben, wie viele amerikanische Firmen eben auch. Aber die wurden 1951 begnadigt von McCloy im Auftrag von Rockefeller. Ist den Leuten das eigentlich klar, dass auch wenn man offiziell verfeindet ist, oben an der Spitze gibt es das eigentlich nicht. Da trifft man sich und arbeitet zusammen. Da gibt's ein Klassenbewusstsein, ganz klar. Und das findet sich ja auch in solchen Elitentreffen wie Bilderberg und so weiter. Das sind eben Leute, die über Grenzen hinweg wissen, was ihr gemeinsames Interesse ist. Und ja, und das zeigt sich auch sehr schön in dem, was Sie gerade geschildert haben. Diese Sache, die Kriegsverbrecher, die als Kriegsverbrecher verurteilt worden sind, die großen Industriebosse wie Krupp, der ja die Rüstung mit zu verantworten hatte, der dann eben von McCloy, der mächtigste Mann in Deutschland gewesen ist, natürlich noch über Adenauer, und McCloy ist ein Banker. McCloy ist ein Angestellter von Rockefeller gewesen, einem der mächtigsten Menschen in den USA. Und der weiß natürlich, Krupp, das ist einer von meiner Klasse, mit dem werde ich in den nächsten Jahren noch viel zusammenarbeiten. Da sorge ich dafür, dass dieser Mann nicht ins Gefängnis kommt. Das ist Klassenbewusstsein, ganz genau. Auch die CIA wird bei Ihnen beschrieben, nicht nur als die mächtigste Auslandsgeheimdienst der USA, sondern eben auch gegründet durch Banker. Ja, das ist auch nicht so bekannt, dass die CIA tatsächlich von der Gründung her ein Instrument des Finanzsektors gewesen ist. Also das ist auch sehr klar historisch nachgewiesen. Die Quellen habe ich auch im Buch alle drin. 1946, muss man uns vorstellen, USA hatten auf einmal ein Imperium an der Backe, muss man sozusagen. Die Briten gab es nicht mehr so. Ja. Die hatten Deutschland besetzt, Japan und Italien. Das sind drei führende Industriestaaten gewesen der Zeit. Und die mussten die auf einmal verwalten. Wie macht man denn sowas? Viele Institutionen mussten gegründet werden, um dieses große Machtkonglomerat erstmal verwalten zu können. Und da, also auch zu synchronisieren. Ja, das ist ja eine riesen Verwaltungsaufgabe. Und dazu gehörte auch die Schaffung eines neuen Auslandsgeheimdienstes. Im Krieg hat es schon einen Vorläufer gegeben, aber genau. Und jetzt brauchte man da was Richtiges, was die CIA wurde. Und 1946 wurde Alan Dulles damit beauftragt. Und Alan Dulles ist
ein Mittelsmann zwischen Politik und Finanzwelt, der eine sehr wichtige Rolle gespielt hat über Jahrzehnte hinweg. Sein Bruder ist auch in der Politik. Der war Außenminister dann. Und der hat einen Beraterkreis zusammengestellt, der erstmal besprechen sollte, wie soll der neue Auslandsgeheimdienst denn aussehen? Was braucht der? Was müssen wir machen? Und dieser Beraterkreis, der bestand nur aus Wall Street Bankern, ausschließlich. Die Namen sind auch aufgeführt. Mhm. Banker haben sich überlegt, wie der Auslandsgeheimdienst gegründet und organisiert werden soll. Und das muss man sich klar machen. Das ist die Geschichte der CIA. Und später, in späteren Jahrzehnten, findet man Dutzende Querverbindungen, Leute, die von den Banken in den Geheimdienst wechseln, vom Geheimdienst in Banken, Führungspositionen. Das ist ein Instrument der Geldelite. Und das ist seine Aufgabe und dafür wird er tätig. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Die haben über große Trusts und Konzerne natürlich auch Verbindungen ins Militär. Und da sprach hier Eisenhower schon davor, er selbst General war. Mhm. Dieser militärisch-industrielle Komplex, der heute erweitert wurde, den militärisch-industriellen Medienkomplex, der da mitwirkt. Ja, kann man so sagen, ja. Wir können darüber offen reden. Es gibt auch sehr viele Bücher, die sich explizit damit beschäftigen. Die Biografie von Talbot zum Beispiel, Dulles. Also da gibt es viele Bücher dazu, die man da empfehlen kann. Sie haben auch tolle Quellen erwähnt, wo man sagen kann, okay, das passt gut zusammen. Aber lassen Sie uns mal, wir sprechen hier nochmal vom tiefen Start und es gab ja auch jemand, der gesagt hat, okay, der als Hardliner begonnen hat und dann zum Freund oder zum Feind des Kalten Kriegs wurde, der hat ihm sein Leben bezahlt. Ja. Also offenfahren in Dulles im Cabrio ist ihm nicht so gut, ist ihm zu Kopf gestiegen, sag ich mal ganz bösartig, ist ihm nicht so gut bekommen. Wir reden hier von JFK. Aber lassen Sie uns mal aufs Kernproblem kommen und was Sie im Buch immer wieder beschreiben. Es geht da darum, dass die Elite ihr Eigentum schützen will. Ja. Auch der erste amerikanische Senat bestand ja aus Millionären und ist nicht gewählt worden. Und Sie sehen es eben auch hier, der Volksbund sagt das schon richtig, Geld regiert die Welt. Eigentum als Verfassungsproblem. Also wenn Summen so groß werden, dass man damit alles kaufen kann, dann spielt die Demokratie letztendlich keine Rolle mehr. Dann ist das Staffage, also wenn man das eben beherrscht. Es hat ja auch mit der Unkenntnis des Geldsystems zu tun. Das spielt ja zusammen. Was ist Ihrer Meinung nach nötig, um diese repräsentative Demokratie, wen sie repräsentiert, haben wir glaube ich rausgearbeitet. Was ist nötig, um das zu überwinden und zwar friedlich? Geht das? Hoffentlich. Das wäre schön. Also was nötig ist, ist, dass wirklich eine gesellschaftliche Debatte stattfindet über Eigentum und über maßloses Eigentum und über Grenzen des Eigentums. Diese Debatte hat es immer wieder gegeben, es ist jetzt aber schon recht lange her inzwischen. Also ich habe einen Spiegelartikel gefunden von 1984, da wurde darüber gesprochen, über eine wissenschaftliche Forschung, wo gesagt wurde, eigentlich leuchtet es jedem ein, dass Eigentumsbeschränkungen notwendig sind, da die politische Macht, die im großen Eigentum konzentriert ist, nur einer ganz kleinen Gruppe dient. Und dass natürlich Demokratie dann nicht möglich ist. Also im Spiegel war das Mitte der 80er Jahre möglich, sowas zu schreiben. Heute wäre das jetzt fast schon Fall für den Verfassungsschutz, würde ich mal sagen, so ungefähr. Ja, also ich glaube, man muss wirklich darüber reden. Also ich versuche das wirklich argumentativ herzuleiten. Ich mache da jetzt keine These, jetzt irgendwie das ist jetzt kein Pamphlet der DKP oder so, sondern ich versuche wirklich logisch herzuleiten, okay, Eigentum, wo kommt das her? Die Rolle des Eigentums beschäftigt mich sehr genau mit John Locke, mit diesem englischen Philosophen im 17. Jahrhundert, der eine moralische Rechtfertigung dafür geschaffen hat, die heute noch verwendet wird. Aber der kommt ja auch aus sehr vermögenden Kreisen. Ja, und die logische Brüche enthält. Man kann das wirklich logisch auseinandernehmen und das finde ich ganz interessant. Wir müssen darüber reden, dass Eigentum in irgendeiner Form begrenzt gehört. In welcher Form und wie, das muss Gegenstand eines Gespräches sein. Ich möchte aber gern zu diesem Gespräch auch anregen und dafür auch Material sammeln, damit dieses Gespräch auf Basis von Fakten geführt werden kann. Denn natürlich gibt es da ganz viele Ideen und ganz viele verschiedene Interessen. Aber ich denke, das ist die Krux, das ist der Kern des Problems. Wenn wir Demokratie schützen wollen, müssen wir über Eigentum reden. Mhm. Ich bin auf etwas gestoßen, was ich erfolgreich verdrängt hatte, nämlich dass Angela Merkel, die ja damals gesagt hat, in meiner Regierungszeit wird es keine Maut geben, der Maut zugestimmt hat, aber eigentlich aus einem anderen Grund. Was wollte sie damit verhindern? Ja, das war 2013 nach der Wahl. Da gab es Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und CSU. Das wurde ja dann auch die große Koalition. Und da gab es eine ganz interessante Allianz aus CSU und SPD, die beide sich dafür eingesetzt haben, direkte Demokratie, Volksabstimmung mit einzuführen. Und die CDU ist traditionell dagegen. CDU ist traditionell die Partei, die immer sagt, nein, keine Volksabstimmung, wollen wir nicht. Und CSU hat aber Druck gemacht, SPD auch. Und dann stand Merkel vor der Frage, CSU wollte ja auch die Maut, wir erinnern uns, war ja ein ganz Riesenprojekt der CSU. Und da hat die CSU gesagt, also entweder die Maut oder die Volksabstimmung. Da hat Merkel, die ja im Wahlkampf gesagt hatte, mit mir wird es eine Maut nicht geben, sie sagten es, dann gesagt, na dann die Maut. Und daran
Und sie hatte ihr Gesicht quasi damit zum Teil verloren. Und das hat sie aber in Kauf genommen, um direkte Demokratie zu verhindern. Das heißt, das wird hier kein Spaziergang, wenn wir uns dafür einsetzen, sondern die Interessen, die das verhindern wollen, haben große Energie, weil sie genau wissen, wenn diese Tür ein Stück weit geöffnet wird, dann könnte sehr viel ins Rutschen geraten, was die Macht von etablierten Kreisen angeht. Natürlich kann man direkte Demokratie auch zahnlos organisieren, wenn man das Quorum sehr hoch setzt. Ja. Da kann man technische, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Aber sie wollen es eben von vornherein abbügeln und verhindern, dass gar nicht erst drüber groß geredet wird. Im aktuellen Koalitionsvertrag gibt es jetzt eine Klausel, da steht drin, man will eine Arbeitsgruppe einsetzen, die die Möglichkeiten direkter Demokratie jetzt mal erforscht. Jetzt gibt es diesen Verein, Mehr Demokratie e.V., die sich dafür einsetzen, die jetzt sich dafür einsetzen wollen, dass aus dieser Arbeitsgruppe auch was wird, dass da auch vernünftig gearbeitet wird. Müssen wir abwarten. Auf alle Fälle sind die Widerstände enorm. Ja. Mehr Demokratie wagen, aber es ist wahrscheinlich ein Wagen mit Schummelsoftware, um hier bei dem Thema kurz mal was anderes einzustreuen. Aber ich glaube, dass mehr Demokratie, da kann man natürlich von den Schweizern lernen. Ich habe mal mit einem Spitzenpolitiker gesprochen, der hat dann gesagt, ja, das können wir nicht machen, weil wir haben keine Tradition. Da habe ich gesagt, das ist richtig, also wir haben nicht so eine lange Tradition, aber wir haben ja mal angefangen bei der Weimarer Republik und wenn man Tradition haben möchte, muss man halt irgendwann mal anfangen. Aber das wollte er da nicht hören. Ja, richtig. Aber nochmal zu den Parteien. Also in den Parteiprogrammen ist es ja nicht so, dass die Parteien es wagen, der Bevölkerung, die danach Hunger hat, zu sagen, das wollen wir nicht. Sondern es wird immer angehört, ja, keine schlechte Idee, nur wenn es konkret wird, ja, ja. Dann will man nicht. Besonders auffällig ist ja hier der Herr Lindner, ne? Ich fand den super Spruch, den ich im Buch gefunden habe. Also die FDP möchte eigentlich, ist bereit darüber zu reden, über die direkte Demokratie zu reden. Also die FDP ist bereit und der Lindner sagt, ich bin es nicht. Ja, so, ich weiß auch nicht, wie er tickt. Also ja. Die haben ein Grundsatzprogramm, die FDP, und da steht es drin, dass sie es wollen. Jetzt hatten sie 2017 ihr Wahlprogramm gemacht und da steht es nicht mehr drin. Das heißt, das Wahlprogramm geht so ein bisschen mit dem Grundsatzprogramm auseinander und dann wurde Lindner hat sich dann geäußert im Wahlkampf, hat gesagt, also er möchte es nicht. Und da muss man sich schon fragen, also wenn jetzt ein Parteivorsitzender in so einer wichtigen Frage anders tickt als das Grundsatzprogramm, wie geht denn das? Ja, aber in der FDP ist das offenbar möglich. Sind liberal, aber okay. Lassen Sie uns da bleiben, weil das ist eine Möglichkeit, um aus der aktuellen Krise noch was Positives zu machen. Wie sehen Sie, denn Sie beschreiben es ja auch, das schrittweise Einführen direkter Demokratie, damit wir das alle lernen. Wir sind ja so dumm, wir müssen es langsam lernen, praktisch laufen lernen, ohne Leine. Wie geht das? Wie können wir das machen, dass das nicht in falsche Hände gerät und dass man das missbraucht? Na, es gibt einen Gesetzesentwurf, also ich erwähnte diesen Verein Mehr Demokratie e.V. Das ist ein wirklich Verein, den man aus meiner Sicht unterstützen kann und unterstützen sollte. Die sind auch bundesweit aufgestellt, haben in jedem Bundesland einen Landesverband, die sich seit Jahren schon dafür einsetzen und auch sehr viel Expertise und Kompetenz haben. Die haben schon vor 4-5 Jahren einen Gesetzesentwurf vorgestellt, wie man so ein Volksabstimmungsgesetz machen könnte. Die könnten ja beratend im Heimatministerium tätig werden. Das wäre eine tolle Kombination. Ja, das. Also da ist jedenfalls die Kompetenz. Und das ist ein Entwurf. Ich habe den in meinem Buch auch kurz vorgestellt, weil ich den sehr diskussionswürdig finde. Es ist eben nicht so, dass man sagt, ja, Volksabstimmung, okay, dann wird jetzt nächsten Monat irgendwie abgestimmt und das Volk ist völlig aufgehetzt, da gibt es 3 Schlagzeilen in der Bildzeitung und dann haben wir den Salat so ungefähr. Sondern das soll ein mehrstufiges Verfahren sein. Da müssen erstmal Unterschriften gesammelt werden, um das überhaupt den Abgeordneten vorzustellen. Wenn die sagen, wir greifen es auf, okay. Wenn nicht, dann gibt es nochmal Volksinitiative, dann Volksbegehren und es ist so ein dreistufiges Verfahren. Und das zieht sich also üblicherweise über ein Jahr hin, teilweise auch 2 Jahre hin. Das heißt, es gibt viel Raum zur Diskussion, es gibt Zwischenstadien, wo man was ändern kann, wo man was einbauen kann, wo man Argumente aufnehmen kann. Man kann sich schlau machen. Nicht viel anders als ein parlamentarisches Verfahren. Ja. Ein normales Gesetzgebungsverfahren dauert ja recht lange und ist auch Gegenstand von Diskussionen. Das wäre nicht das Problem, dass da jetzt Hals über Kopf irgendwelcher Hitzköpfe da jetzt irgendwie durchdrehen. So, das ist jetzt nicht der Punkt. Das ist ein gut überlegtes Verfahren. Es gibt Länder, die viele Erfahrungen gesammelt haben. Schweiz wurde genannt. In den USA ist es so, dass auf Bundesstaatenebene in sehr vielen Bundesstaaten direkte Demokratie existiert. Die haben sehr vielfältige Erfahrungen damit gemacht. Kann man viel von lernen. Habe ich im Buch auch ein bisschen was drin. Und das ist auch interessant. Das war für mich auch ein spannender Punkt. Das wurde erst so um 1900 in den USA in den Bundesstaaten eingeführt. Vorher gab es die normalen Parlamente. Und da gab es viel Korruption. Da wurden Abgeordnete bestochen, Vorentscheidungen, Geld zugesteckt bekommen. Das war sehr verbreitet in den USA, direkte Bestechung von Abgeordneten. Und das war einer der Gründe, diese Korruption in den Parlamenten, dass man gesagt hat, wir brauchen Volksabstimmung. Zuerst 1898, irgendwie in Dakota oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann in anderen Bundesstaaten und heute auch Florida und Kalifornien und so weiter. Nach dem Motto, sie können nicht alle bestechen. Sie können nicht alle bestechen. Und man kann die Leute manipulieren, aber es ist viel schwerer,
80 Millionen Leute oder 40 Millionen Leute zu manipulieren als 10 Abgeordnete im Ausschuss. Mhm. Aber genau das ist ja das Prinzip, nach dem die Elite herrscht. Sie haben ihre Leute übersichtlich im Griff, na klar, bieten am Ende auch gute Jobs an und auf die ist dann Verlass. Auf den Bürger ist offensichtlich kein Verlass, der tritt für seine eigenen Interesse ein. Also es gibt die Gefahr der Manipulation, aber sie ist bei direkter Demokratie wesentlich geringer als bei der repräsentativen Demokratie. Ja. Lassen Sie uns mal an einer neuen Bundesrepublik stricken. Gut, wir führen die schrittweise die direkte Demokratie ein und trainieren das ein bisschen, ja, unter Aufsicht. Ja, so. Was ist mit einem demokratischen Geldsystem? Sollten wir das auch einführen oder sollten wir das aktuelle Geldsystem mit Giralgeld, sollten wir das ändern? Ist das wichtig? Ja, das war ja Thema meines letzten Buches. Wir haben darüber gesprochen vor 2 Jahren. Ja. Geldschöpfung gehört in öffentliche Hand. Es ist die Instanz, die Geld schöpft, muss in öffentlicher Hand sein. Sie darf nicht privat sein. Wenn sie privat ist, können wir die Demokratie knicken. Das geht nicht. Wenn Privatleute Geld erzeugen dürfen, was heute fast überall der Fall ist, ist Demokratie per se unmöglich. Wir brauchen Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Jetzt gibt es eine Volksabstimmung in der Schweiz, jetzt im Juni. Da wird darüber entschieden. Ich weiß nicht, ob sich die Befürworter durchsetzen können. Richtung Vollgeld? Ja, Richtung Vollgeld, das ist der Begriff dafür. Das heißt im Grunde übersetzt Geldschöpfung in öffentlicher Hand, nicht in privater Hand. Ich weiß nicht, ob die sich durchsetzen können, denn die... Aber es ist interessant, dass es in der Schweiz das ausgerechnet gibt. Das finde ich schon gut. Ja, die kennen sich aus mit Geld. Aber trotzdem ist der Bildungsstand zum Thema Geldsystem auch in der Schweiz nicht so gut, wie er sein müsste, damit man da eine kompetente Entscheidung trifft. Und bei uns ist es eh schwieriger, weil wir ja in Euro eingebunden sind. Und die Schweizer haben ihre eigene Währung, können darüber autonom entscheiden, müssen kein anderes Land fragen, haben ihren Schweizer Franken. Und ja, es ist eine wichtige Initiative, die dort stattfindet, jetzt im Juni. Herr Schreier, was war das Motiv, dieses Buch zu schreiben? Sie haben ja lange dran gesessen und nach Verriert das Geld, würde ich sagen, das geht ja einen nächsten Schritt, weil es kein direkt zweiter Teil, sondern es geht ja jetzt in die Substanz rein. Was erhoffen Sie sich denn davon? Ja, eine Debatte einfach. Also was ich wirklich vermisse, ich beobachte ja die Medien sehr intensiv, schreibe ja auch viel zum Thema Medien, ich vermisse wirklich eine offene Debatte. Also was ich beobachte ist Gräben, die tiefer werden, Lager, die sich bilden, Leute, die sich bekämpfen über die Gräben hinweg. Und was ich kaum sehe, ist eine Debatte, wo verschiedene Sichtweisen in einer Zeitung mal pro und contra, das ist die Ausnahme. Und ich denke, wir brauchen wirklich eine große Debatte über die Demokratie und die darf sich nicht darin erschöpfen, zu sagen, wir müssen jetzt gegen diesen Populismus vorgehen. Denn was ist eigentlich Populismus? Populismus ist die Interessen der einfachen Leute. So, die kann man manipulieren, aber manipulieren kann man auch alles andere. Populismus per se als betrügerische Sache abzuwerten, das führt nicht weiter. Und es führt auch nicht weiter, jetzt ohne Pause nur zu sagen, Trump ist ein Idiot, was er ohne Frage ist. Aber was bringt das jetzt? Mhm. Oder die AfD jetzt auch als rückständige Menschen auszugrenzen, führt das auch nicht weiter. Das heißt ja nicht, dass jeder Wähler, der das gewählt hat, auch ein Problem. Ja, es führt einfach nicht weiter. Wir müssen einfach wieder lernen, über die Lager hinweg zu diskutieren. Und Demokratie ist das Wichtigste, was es gibt, denke ich. Und wir haben sie nicht. Und wir müssen darüber sprechen, welche Maßnahmen, welche Mittel wir brauchen, um demokratischere Zustände zu schaffen in unserem Land. Und dazu soll das Buch ein bisschen beitragen. Angenommen, wir schaffen es gemeinsam noch den Tag zu erleben, wo wir wirklich echte, direkte Demokratie haben. Glauben Sie, dass diese wirkliche Demokratie, wo die Macht vom Volke ausgeht, ja, und nicht dem Volke ausgeht, dass diese Demokratie auch die Kriege, die ja in der Luft liegen, muss man ja sagen, dass die verhindern könnte? Also das wäre sicher ein wichtiger Punkt, denn die Kriege haben ja alle was mit Geld zu tun. Die Kriege, die geführt werden, haben immer was mit Rohstoff zu tun, mit Vorherrschaft, mit Marktanteilen. Darum geht es ja bei allen Kriegen, auch jetzt in Syrien. Und in dem Moment, wo eine größere Gruppe von Menschen, eine größere Gruppe der Bevölkerung teilhat an den Entscheidungen, in dem Moment wird die Entscheidungsfindung einfach tendenziell rationaler, weil sich kleine Eliten nicht so einfach durchsetzen können. Und ja, und es ist das Wesen der Demokratie, dass die Leute sich selbst regieren. Ja, also wenn man das wirklich ernst nimmt, dann kann man eigentlich nicht dagegen sein. Man kann nicht gegen Volksabstimmung sein, wenn man die Idee der Demokratie ernst nimmt. Das ist widersinnig. Oder man traut den Menschen irgendwie nicht über den Weg und deswegen simuliert man die Demokratie, weil man einfach Angst vor den Menschen, aber dann letztlich auch vor sich selber hat. Also auch für sich selbst eine Knute braucht oder eben man braucht die Polizei, damit man das Gesetz nicht übertritt. Ja, so ein bisschen, kommt mir das vor. Spielt auch eine Rolle. Ja. Aber lassen Sie uns nochmal für die Eliten auch was sagen. Hier steht die Angst der Eliten. Wer fürchtet die Demokratie? Vielleicht fürchten die Eliten die Demokratie gar nicht, sondern haben in Jahrhunderten erkannt, dass die Bevölkerung gerne regiert werden möchte, gerne geführt werden möchte, weil die Welt ja immer wieder verführt oder nicht verführt.
dafür, auch die historische Erfahrung. Wir wissen, was Kriege sind. Wir wissen das in Deutschland. Wir wissen auch an. Aber trotzdem wollen nicht dann den guten Diktator. Das habe ich selbst mal gehört vom Brandenburger Tor, wo eine Frau gesagt hat, als eine, glaube ich, holländische Königin durchs Brandenburger Tor fuhr, warum sie denn da ist. Sagt sie, ja, es ist, wir hätten auch keine Monarchie. Es ist so schön, wenn man mal wieder gehorchen kann, sagte die Frau, glaube ich, mit 71 plus. Also das scheint hier auf fruchtbaren Boden zu kommen. Ist das anerzogen oder muss man auch sagen, die Menschen hätten es auch gerne simpel, dass ihnen jemand sagt, wo es lang geht. Und wenn man ihnen ein bisschen mehr davon abgibt, dann wären sie auch zufrieden. Sind halt im Moment jetzt unzufrieden mit der Führung, aber geführt werden wollen sie schon. Ja, das gibt's. Also natürlich, unsere Gesellschaften sind alle mehr oder weniger autoritär geprägt. Das steckt uns ja in den Knochen. Denn wir haben ja immer autoritäre Systeme gehabt. Das wäre ja jetzt komisch, dass jetzt alle die Demokratie in sich spüren und die muss jetzt nur angeknipst werden und alles ist super. Sondern nein, wir sind alle autoritär geprägt. In Deutschland besonders stark. Da ist es besonders autoritär, die Prägung. Und das sind alles Bewusstseinsprozesse, die über Jahre hinweg laufen, dass man sich klar wird, okay, dass Demokratie nichts ist, was Angst macht, das ist erstmal ein Prozess, ja, dass man wirklich, weil im Moment ist ja die Angst sehr groß, dass Leute sagen, okay, wenn jetzt alle abstimmen dürfen, auch die Leute, die ich da jeden Tag auf der Straße sehe, wenn die auch alle abstimmen dürfen, das will ich aber nicht. Das ist natürlich unglaublich arrogant und überheblich und da kann auch kein gesellschaftlicher Frieden erwachsen aus so einer Stimmung. Ein Frieden kann ja nur erwachsen aus einer Stimmung, wo man den Eindruck hat, man lebt in einer Gemeinschaft von Menschen auf Augenhöhe. Anders kann ja kein Frieden entstehen. Mhm. Frieden und Demokratie hängen miteinander zusammen. Also Beteiligung und Frieden hängen miteinander zusammen. Und das ist auch ein Bewusstseinsprozess, dass man sich dessen klar wird. Mhm. Vielleicht auch um den Eliten, die das vielleicht teilweise gucken, Folgendes vielleicht mit auf den Weg geben, das können Sie tun. Müssen die Eliten eigentlich Angst vor der Demokratie haben? Müssen sie Angst vor der Bevölkerung haben? Ja, wenn sie ihre Privilegien behalten wollen, dann schon. Ja, denn es geht ja um viel Geld, das an einer. Aber es wird ja noch genug für sie bleiben. Also sie bleiben ja trotzdem reich. Nur ja, obszön reich. Ja, na klar. Nee. Also ich meine, ein Arnaud hat jetzt, glaube ich, 75 Milliarden, der hätte dann vielleicht nur noch 14. Ja, also die Intelligenteren werden sicherlich fähig sein zu so einem Gedanken. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass viele von den Leuten, die wirklich an der Spitze stehen und auch an der Spitze der Geheimdienste stehen, letztlich ja doch mehr oder weniger auch Psychopathen sind sehr häufig. Also Leute, wo man nicht auf sehr rationale Entscheidungen hoffen sollte. Das ist auch der Fall, das gehört auch dazu. Ich habe in dem Buch ein Kapitel, der Tiefenstaat, vor dem Kapitel zum Eigentum, wo ich nochmal schildere, was hier eigentlich... Die ständige Regierung. Was hier aus meiner Sicht so vor sich geht. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Thema Kindesmissbrauch in großen Institutionen. Weil ja immer gesagt wird, ja, wenn jetzt geredet wird von Verschwörungen bei Terroranschlägen, das ist doch alles nur Verschwörungstheorie, das ist absurd, denn das könnte man ja alles nicht geheim halten. Und dann argumentiere ich und sage, ja, was ist denn mit dem Kindesmissbrauch überall und in großen Institutionen? Der ließ sich auch wunderbar geheim halten über Jahrzehnte. Einfach, weil ja alle gesagt haben, ja, diese netten Menschen, diese guten Menschen würden so etwas doch nie tun. Der gute Onkel, der liebe Vater, wer auch immer, die machen sowas nicht. Und auch wenn es Leute gibt, die die Wahrheit ausgesprochen haben, nein, den hat man nicht zugehört. Oh, das waren ja Nestbeschmutzer, sowas. Und ich ziehe eine Analogie und sage, der Tiefenstaat, der missbraucht heute eigentlich die Gesellschaft. Ja, und man kann sich jetzt entscheiden, ob man das wahrhaben möchte oder ob man es nicht wahrhaben möchte. Mhm. Sind Sie eigentlich jemand, der sagt, er möchte eine Revolution oder reicht Ihnen eine Evolution? Ja, mit einer Evolution wäre ich schon zufrieden. Eine Revolution ist ja oft etwas, was dann sehr schnell auf die schiefe Bahn gerät, auf die gewalttätige Bahn gerät und was gekapert wird von cleveren Leuten aus autoritären Strukturen, die sehr schnell nach oben gespült werden. Besser und wichtiger wäre, glaube ich, ein evolutionärer Schritt in Bewusstseinsentwicklung, die stufenweise vor sich geht. Mhm. Ja, das halte ich für stabiler. Ist es Ihnen bei der Recherche zu diesem Buch, aber eben auch zum Vorgänger, worum es Geld geht, ist es Ihnen passiert, dass Sie auf sehr reiche Menschen getroffen sind, die Verständnis für Ihre Position haben, sagen, das ist eigentlich richtig? Wir sind da auch reingeboren, muss man auch sagen. Die finden sich an der Klasse wieder. Habe ich jetzt persönlich nicht getroffen, aber gibt es sicherlich. Also glaube ich schon. Es wäre jetzt dumm zu sagen, die Elite ist eine homogene Schicht. Ist es nicht. Natürlich nicht. Da gibt es Fraktionen, die sich auch bekämpfen. Gibt es kluge Leute, die auch das Allgemeinwohl durchaus im Sinn haben. Und es gibt diese Psychopathen, die nur ihren persönlichen Gewinn maximieren wollen, die über Leichen gehen. Das ist keine homogene Gruppe. Aber wir hatten es vorhin, es gibt ein Klassenbewusstsein am Ende doch. Und dann halten auch sehr viele von denen zusammen am Schluss. Das muss man eben auch sehen. Herr Schreier, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Die Angst der Eliten. Wer fürchtet die Demokratie? Paul Schreier ist der Autor. Ich kann dieses Buch nur empfehlen.
tolle Quellen. Auch einige Sachen, die ich überhaupt nicht kannte. Sie können nochmal den Autor nennen, Ottmar Jung. Ottmar Jung, kann ich nur dringend empfehlen. Das sind staubtrockene Wälzer, die der veröffentlicht hat. Es gibt, glaube ich, auch was im Internet, aber ich kann nur dringend dazu raten. Adam Tooze oder auch Steven Salenga. Also tolle Quellen, die Sie genannt haben. Das Buch öffnet Augen und vor allem, es ist kein Upturner. Also am Ende zeigt man, im Grunde geht es, wenn wir die Eliten, sage ich mal so, sanft anschubsen, dass wir jetzt genug betreut wurden. Wir können uns jetzt mal selbst abnabeln. Ja? Ich glaube, hat hier neulich ein Mensch gesagt, wir sind so souverän, wie wir es selber sein wollen. Wir müssen die Souveränität nur bei uns selber zulassen. Wir müssen diese Verantwortung übernehmen. Das kostet natürlich Zeit, dann müssen wir weniger arbeiten. Dann müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir weniger arbeiten, haben wir weniger Geld. Warum brauchen wir eigentlich so viel Geld? Warum sind die Produkte so teuer? Hat die wieder mit Zinsen und zu tun? Also wenn wir da wirklich uns hineinbegeben, kommen wir, glaube ich, in eine freiere und vor allem in eine friedlichere Welt. Weil ich persönlich glaube, dass egal in welcher Gesellschaft, wenn sie demokratisch organisiert ist, wenn man dort fragen würde, Frieden oder Krieg, wollt ihr Krieg? Und Krieg würde bedeuten, dass man seine eigenen Kinder und sich selbst schickt, dass dann alle sagen würden, das wollen wir nicht. Also bleibt man auf der Ebene der Diplomatie. Und das sagen sie auch im Buch eben, Diplomatie, beides mit D, bedeutet letztendlich, dass man miteinander redet und nicht die Waffen sprechen lässt. Und das ist doch die Botschaft eigentlich des Tages. Genau, ganz einfach. Ich bedanke mich fürs Kommen. Ich wünsche viel Erfolg mit diesem Buch. Ich gehe davon aus, dass viele sich das kaufen werden. Kann ich nur dringend zu empfehlen. Und es auch den Eltern dann an den Nachttisch legen. Die sollen das ja auch mal lesen und dann sagen, du Papi und Mami, das, was ihr da in eurem Konzern macht, ist das eigentlich Kinder- und Enkelkompatibel? Wenn nicht, da gibt es ein paar Tipps von dem Paul Schreier. Wenn du das Vorbuch noch nicht gelesen hast, wer regiert das Geld? Vielen Dank fürs Kommen. Und Dankeschön. Ich freue mich aufs nächste Buch. Ja, sehr fleißiger. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Paul Schreier. Das ist sein Buch. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.